Wir müssten jetzt so langsam live sein. Ich weiß immer nicht so ganz genau, ab wann ihr mich da draußen sehen könnt. Deshalb gibt es immer diese leichte Verzögerung. Ihr wisst ja, das hier ist der, ich glaube, deutschlandweit einzige YouTube-Kanal, der komplett ohne Intro auskommt. Der Kanal ohne Intro quasi. Ich heiße euch herzlich willkommen hier zu einem Freitagabend Late Night Talk. Ja, ihr habt das gesehen. Ich habe ein Review gemacht zur M11. Ihr wisst ja, dass ich auch so ein klein bisschen Leica M Fanboy bin, deshalb hat mich natürlich diese Kamera auch besonders interessiert. Musste deshalb natürlich auch ein Review machen, das ist auch ein bisschen länger und ausladender geworden. Ja, und ich habe dann auch schon gemerkt in den Kommentaren, da gibt es natürlich das ein oder andere, wo ich mich vielleicht auch mal ein bisschen vertan habe. Und dann gibt es auch eine ganze Menge Sachen, wo man vielleicht noch drüber reden kann und die ich vielleicht auch vergessen habe. Und aus dem Grund habe ich mir heute einfach einen Experten dazu geholt, den international anerkannten Leica-Experten und Fotografen Fazi Demirel. Den schalte ich jetzt mal dazu. Fazi, can you hear me? Hallo, hallo, hallo. Istanbul ist Hallo, hallo, Talking here. hallo. Hallo, Moin. Buddy. Kollege, Ja. wir haben jetzt den ganzen Tag, weil ich so nervös war, getestet und jetzt höre ich dich doppelt. Jetzt höre ich dich doppelt. Ernsthaft? Du hörst mich jetzt doppelt? Ja. Das Ja. ist. Kann es sein, dass du das YouTube-Fenster im Hintergrund laufen hast und da das Video gestartet hat und du da irgendwie jetzt was hörst oder so? Ja, das kann gut sein. Also, das solltest du auf jeden Fall muten, falls da irgendwo was läuft im Hintergrund. Na? Ah, okay, warte mal. Aber lass uns schnacken. Also ich löse das parallel. Ich bin. Meinst du, also mich macht das kirre, wenn ich mich doppelt höre, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Also es ist, ich drehe komplett durch. Also es ist wirklich sensationell, wie einen das aus der Bahn bringen kann. Aber das Wichtige ist ja, der Christian schreibt, der Sound kommt da draußen perfekt an. Ja, cool auch wieder, wo alle herkommen. Also ich finde das ja immer ganz interessant. Wir haben hier Grüße usm Emmitau. Grüß. Der Urs schreibt Grüß usm Emmitau. Ich würde jetzt mal tippen Schweiz oder so. So, gelöst. Na? Hast du gelöst? Ja, alles super. Danke für Ja, den super. Tipp. Hallo Aus Bad Nina. Salzuflen, der Rüdiger, das ist ganz in der Nähe meiner alten Heimat Bielefeld. Und wir haben sogar jemanden hier, der Kolja aus Los Angeles. Ja, Cool. wir wollen heute, wir wollen aber gar nicht so viel, einfach nur Dummschnack. Doch eigentlich wollen wir den ganzen Abend nur Dummschnack, reden. Ja, ich führe heute ein kleines Experiment durch. Man kann den Live-Chat mittlerweile so einstellen, dass halt nur Leute chatten können, die auch Abonnenten des Kanals sind. Eigentlich finde ich das Panne. Eigentlich finde ich, sollte man das für alle öffnen. Aber ich versuche gerade krampfhaft meine 50.000 Follower voll zu bekommen. Und ich habe also mir hier tatsächlich so einen kleinen Zähler eingerichtet. Und ich habe ja irgendwie die ganz dumme Illusion, dass ich mit dieser restriktiven Maßnahme Leute dazu zwinge, meinen Kanal zu abonnieren, damit sie dann im Chat schreiben können. Ja, mit ein Ich bisschen Glück schaffen wir das heute auch. fürchte, das ist eine dumme Idee, weil mit solchen Maßnahmen bekommt man keine Abonnenten, aber ich kann es ja mal ausprobieren, oder? Ja, absolut. Auch wenn Na? es sich ein bisschen anfühlt wie Nordkorea, aber es ist völlig okay. So ein bisschen schon, ne? Ja. Gut, ich gehe mal davon aus, dass viele von euch schon ein bisschen das Review gesehen haben und denke, wir fangen jetzt auch nicht von vorne an. Wir haben ja, also als sie, ich muss vielleicht mal dazu sagen, warum auch der Phase jetzt hier ist. Als sie rauskam, die M11, das ist ja jetzt, sind schon 2 Wochen, glaube ich, ne? Vor, wann war es? Vor 2 Wochen? 13. oder so, ne? Irgendwie so, Also, also es sind schon knapp ja, 2 Wochen 2 Wochen. her. Na? Und wir saßen dann beide am Rechner, haben dann hin und her gechattet, haben dann so die ersten Videos geguckt, haben diese Keynote gesehen. Und das ging schon etwas emotional hin und her. Faisy, erzähl doch noch mal. Hier schreibt gerade jemand, dass Faisy sehr leise ist. Das werde ich jetzt gleich mal on the fly. Oh, da kommt schon die erste Spende rein. Hammer. Hammer. Ah, von Von Nikolaus. Nikolaus. Nikolaus, auch ein alter Bekannter. Vielen, vielen Dank. Ich krieg das Ding nicht Ja. aus. So, jetzt ist aus. Faisy, erzähl mal,
Wie hast du das in Erinnerung, so die mit der Keynote und diese, was waren so deine ersten Eindrücke von der M11? Ich bin ja eher so ausgewiesener Leica-Sammler, würde ich mich ja betiteln, also Experte vielleicht so am Rande. Und die M11 hat sich ja schon seit ein paar Wochen und Monaten angedeutet, ne? Und jeder guckt ja auch so ein bisschen in diese Rumors-Seiten und so weiter. Und gerade bei der Leica M bin ich da natürlich auch ziemlich spitz. Und je näher der Zeitpunkt kam, wurde ich auch natürlich ein bisschen nervöser, obwohl ich die ganze Zeit gesagt habe, nee, also die M10 ist schon so das Nonplusultra. Und du erinnerst dich, als wir in Hamburg waren, habe ich auch noch gesagt, also was soll denn da bitte kommen, dass man überhaupt irgendwie zucken sollte, eine M11 zu kaufen? Also was soll da bitte kommen, dass man wirklich eine Verbesserung sieht? Ja, und wie du dir das vorstellen kannst, und das haben wir auch beide erlebt, also abgesehen von der Apple Keynote, die Leica abgehalten hat. Also mal ehrlich, also das war Apple. Ich muss mal, also jetzt mal raus hier an die Zuschauer. Habt ihr die Keynote gesehen? Habt ihr die Keynote zur Leica M11 gesehen, wo also am Anfang der Andreas Kaufmann irgendwie was erzählt und also mir fiel da gar nichts zu ein. Ich will jetzt hier auch nicht drauf rumbashen, aber Nein. Ich fand das schon so ein bisschen Fremdschämen, ne? Ja, es war schon, glaube ich, gut gemeint. So, es war auch irgendwie ganz gut vorbereitet. Es war sicherlich, erinnerte sehr stark an Apple. Und ich meine, jeder weiß ja, ich komme so ein bisschen aus der Telco. Oder was ist jeder weiß? Also ich komme aus der Telco und gucke mir natürlich auch jede Apple Keynote an. Und man hat schon gemerkt, dass das kommt dem sehr nah. Ich mag auch sicher irgendwie den Herrn Kaufmann. Zumindest habe ich nichts gegen ihn, aber ich würde ihm dringend empfehlen, wenn man schon so eine Keynote vorzeichnet, dann sollte man diese Zettel weglassen, weil ich finde, Zettel ist ja mehr so Thomas Gottschalk. Und ich glaube, das ist auch der Einzige, der das noch darf, oder? Ja, so ungefähr. Also das hätte ich schon gesagt, so, das haben ja auch andere da hinbekommen, das hätte ich mir schon so gewünscht. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, das kurz zu beantworten, naja, mit der Keynote wurde ich schon ein bisschen nervöser. Ne? Also 2 Tage war ich schon sehr, sehr nervös, weil ich mir dachte, boah, Leica M11, 100 Gramm leichter. Ich bin ja so ein Gewichtsfetischist, ne, was so Kameras angeht. Das hat mich schon ein bisschen angemacht. Der Sensor war mir egal. Batterie fand ich auch scharf. Und so 2, 3 Tage habe ich schon so ein bisschen hin und her gerechnet. Und dann kam das so mit diesem Preis mehr und mehr hoch. Ne? Also dann hat sich dieses mit dem Preis mehr und mehr bestätigt. Und da war ich dann raus. Also so war das so emotional. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber so der Preis hat mir so einen über den Deckel gehauen. Ja, ich, also ein paar Sachen, die konnte man ja vorher schon lesen. Gibt ja immer ja, diese genau. ganzen Rumor-Seiten und das meiste davon hat sich ja auch dann hinterher bewahrheitet von den Sachen. Und ich muss sagen, ich war schon etwas angefixt bei dieser Sensorgeschichte, weil ich dachte mir so, also eigentlich ist es ja eine coole Geschichte, ne? Dass du sagst, du hast einen Sensor, der wo du wählen kannst, im RAW-Format 18, 36 oder 60 Megapixel. Und ich hatte ja vorher auch noch, 1 oder 2 Tage vorher, gab es noch so eine Präsentation für, weiß ich nicht, irgendwie Fachpublikum, Blogger und so weiter. Das heißt, ich hatte schon ein paar Infos vorher. Und da gab es halt auch einen Slide, wo dann irgendwo ganz klein unten drunter stand, dass halt man ein bisschen mehr Dynamik hat bei der geringeren Auflösung. Von Rauschen stand da nichts. Mhm. Aber ich hatte, ja, so im ersten Moment dachte ich mir, Mensch, wäre eigentlich ganz cool, wenn du die Auflösung runterdrehst und dann weniger Rauschen hast. Und das hat mich schon ein bisschen angefixt. Aber du hast es ja getestet, ne, im Video. Genau, ich habe es getestet. Und ich musste es auch 2 oder 3 Mal testen. Denn den ersten Test, den ich gemacht habe, die Bilder hatte ich dir geschickt. Oh ja. War ein bisschen sehr ernüchternd, ne? Das war es war sensationell schlecht. Ich muss mal gucken, ob ich das nebenbei hier noch aufrufen kann. Da hat die M11 sensationell schlecht abgeschnitten. Am Ende hat sich rausgestellt, dass ich einfach verwackelt habe. Na? Was übrigens, und das habe ich im Review auch nicht gesagt, was meiner Meinung nach auch der Auflösung geschuldet ist. Ich habe die ersten Testbilder außer Hand gemacht bei einer 125. Sekunde mit 35 mm. Sollte man im Normalfall davon ausgehen, dass das relativ unproblematisch ist mit Verwackeln, oder? Habe ich mit, habe ich, ja. Also die Bilder mit der M10
kein Problem. Die Bilder mit der M11, die Testbilder dann bei ISO 12500 waren verwackelt. Na? Und ich glaube, dass das letztendlich halt auch etwas ist, was einfach der Sensorauflösung geschuldet ist. Na? Aber was mich mal interessieren würde, Paddy, das hast, ich weiß gar nicht, ob du das im, das hast du, glaube ich, im Review nicht erwähnt, wenn ich mich recht erinnere. Wenn du die Sensor, also hier die Megapixelzahlen runterdrehst von dem Sensor, was hast du für, also hast du so ein Gefühl für die Dateigrößen, die du da hast? Also ich glaube, so bis zu 120 Megabyte bei 60 Megapixel. Das können wir, also ich habe noch nicht geguckt, aber das können wir hier live mal gerade rausfinden. Weil ich habe sie ja hier, ich muss jetzt mal gerade gucken. So, ich muss mir das einfach hier einmal im Finder anzeigen. Ich kann auch, ich kann das auch hier, warte mal, ich kann das auch hier auf meinen, so, du hörst mich noch, Faisy, ne? Ja, das wär jetzt hier weg. Also hier haben wir, jetzt muss ich mal gerade gucken, Dateinamen. 1744, 1744, das ist die große Auflösung. Hier haben wir 72 MB bei dem DNG. Mhm. Na, so, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo ich eine andere Auflösung habe. Warte, das ist auch die Auflösung. Sieht man hier unten rechts, kann man im Stream vielleicht nicht erkennen. Warte mal, das waren alles hier. Guck mal hier, das ist die mittlere Auflösung. Muss ich im Finder anzeigen. Da haben wir 54,7 MB. Mhm. Und jetzt muss ich mal schauen, das hier die, guck mal, das ist die geringe Auflösung. Da haben wir 28,8 MB. Das ist so die Ausbeute. Also gefühlt schon so ein Tacken mehr als jetzt bei 24 Megapixel. Ne? Wenn du jetzt mal die 18 Megapixel nimmst und vergleichst mit den 24 Megapixel der M10, dann sind die 18 wahrscheinlich in der Dateigröße immer noch ein bisschen größer. Nicht so recht in Erinnerung. Aber ich meine, ist auch egal, frag nur jetzt so der Interesse halber. Können wir auch 60, nachgucken, wir haben doch alles da. So 60 Megapixel ist schon krass, ne? Also wenn du so bis zu 120 Megabyte verarbeiten musst. Ich glaube, mein erster Rechner, den ich irgendwann mal zusammengebaut habe, der hatte so 850 Megabyte Speicher, also Festplattengröße. Mit 7 Fotos aus der M11 hätte ich das wahrscheinlich vollgekriegt. Also hier ein M10-Foto hat 31 MB. Ah ja, doch. Ja. 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 Genau. So. Ja, der Rudolf schreibt gerade, es hat doch seinen eigenen Charme, wenn die Präsentation nicht ganz so professionell ist. Also nichts gegen die Professionalität, ne? Also das war schon so eine gut aufgezogene Präsentation. Also das hatte jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht unprofessionell, das war jetzt nicht Laientheater, was da war, ne? Es war schon okay, das war schon gut. Erinnert halt sehr an den Stil von Apple Keynotes. Das hat also ein bisschen mit, also noch mehr eigene Note. Es war Note, sehr offensichtlich. Ja, ich fand es sehr offensichtlich, dass es ein Apple-Abklatsch war. Also auch hier die, da war ja dann irgendwie ein Mann und eine Frau, die dann auf so Hockern saßen vor so einer grauen Hohlkehle. War halt schon sehr. Ja, also ich hatte so das Gefühl, dass da im Marketing einfach jemand bei einer Videoproduktionsfirma angerufen hat und einfach gesagt hat, wir brauchen einen Film, der aussieht wie eine Apple Keynote. Naja. Na? Aber ansonsten, das war schon professionell, also da kann man nichts gegen sagen. Ne? So, das, ja. Du, ich sage auch, ganz einfach, am Ende ist es mir auch lieber, dass das Marketing scheiße ist für ein gutes Produkt, als wenn es ein super Marketing ist, was uns für ein scheiß Produkt. Ne? Und ich meine, da sind wir uns ja einig, das ist ja kein scheiß Produkt, die M11. Ne? Nee, absolut. Und wir sind ja beide auch ein bisschen Fanboys, also Leica M-Fotografen. Ich habe sie ja auch hier, guck mal, ich kann ja hier auch ganz professionell mit meinem abgewatzten 35mm Objektiv. Ist schon schön, ne? Man nennt es den Paddy Used Look. Ne? Also das ist definitiv. So, wenn man sich so meine Objektive anguckt und bei mir liegt das ja alles in Watte, ne? Und bei dir ist dann schon immer direkt. Bei dir ist es genutzt. Ja, meine M10, guck mal, so schlimm sieht die noch gar nicht aus. Ne? Hat hier so ein bisschen Abrieb. Was ich aber übrigens ganz cool finde, ne? Die M10 hat ja in Schwarz auch schon Messing darunter. Deshalb ist ja die schwarze M10 etwas schwerer als die schwarze M11. M11, ne?
Na? Und ich persönlich finde es aber ganz cool, dass da Messing drunter ist, weil dann hast du ja, wenn das sich so ein bisschen abreibt, hast du da diese Messing-Patina drunter, was du halt bei der schwarzen M11 nicht mehr hast, weil da halt Alu drunter ist. Aber ich habe es ja, also ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin ja so ein Gewichtsfetischist, ja, also das kann gar nicht leicht genug sein und klein genug sowieso nicht, aber leicht halt auch am liebsten. Ja, fünf mehr. Einer mehr. Merkst du das? Also ich habe die M11 ja noch gar nicht in Händen halten dürfen. Merkst du das? Also ist das so, dass du sagst, so komm, also nee. Es kann dir egal sein, aber wenn du es so in der Hand hast, dass du so, ah, okay, man merkt schon, oder? Also ich nehme die noch, ja, natürlich merkst du es. Also 100 Gramm Unterschied merkt man, ja. Aber die M ist sowieso eine relativ schwere Kamera. Ja, stimmt. Na? Also spätestens, wenn du ein Objektiv dran hast, das ist schon alles relativ massiv. Also ich sag jetzt mal, die 100 Gramm sollten nicht unbedingt ein Kaufkriterium sein. Also wenn man jetzt sagt, man mag Silber lieber, würde ich da nicht auf die 100 € achten, 100 Gramm achten. Ja, genau. Also als Leica-Käufer glaubst du mir, auf die letzten 100 € achtest du definitiv nicht. Ja. Und jetzt hast du sie, wie lange hast du sie jetzt, eine Woche? Oder ja, ich habe die jetzt seit letzter Woche, also ich habe sie jetzt noch das Wochenende, Montag schicke ich sie zurück. Okay. Na? Und ey, guck mal hier, Frechheit. Na, ist einer hier. Steigen sie alle aus, um mich zu ärgern. Ja, da wollte einer was schreiben und ist wieder raus. Ich muss das ausblenden. Also nichts mehr hier mit Abo. Ruhe da. Wie ist das bei dir gerade jetzt so? So die ersten, keine Ahnung, jetzt eine Woche, 10 Tage, so emotional mit der M11 zu Hause? Also, wie fühlt sich das an? Du hast also ja gebraucht jetzt im Gegensatz zu mir. Erstmal muss ich dazu Sammler. Sagen. Ich muss erstmal dazu sagen, dass es irgendwie eine ganz komische Geschichte ist, über eine Kamera sich irgendwie emotional zu unterhalten. Aber es ist einfach so, du siehst es ja auch an den ganzen Kommentaren. Es gibt schon lange kein Video mehr, was so viele Kommentare angezogen hat. Also auch lange Kommentare darunter. Also die Leute haben da alle irgendwie eine Meinung zu und wollen dazu was sagen. Also es ist halt schon so, dass halt so eine Kamera oder so ein Gerät auch für viele Leute irgendwo, also die mögen das, ne? Ich will jetzt nicht so weit gehen, dass das irgendwie eine große Emotion ist, aber schon, ne? Also klar. Ne, es beschäftigt einen schon. Und mich hat das auch beschäftigt, weil ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass ich mir eine M11 kaufe. Also die ganzen Jahre über, ne? Die ganzen Jahre über war ich eigentlich der festen Überzeugung, dass ich mir auch eine M11 kaufe. Na? Weil ich mit der M10 auch echt viel mache. Also es ist jetzt, ist bei mir keine Vitrinenkamera, die, keine Ahnung, die hat mit Sicherheit, ich weiß es nicht, man kann es ja nicht sehen, aber die hat eine deutliche sechsstellige Auslösezahl auf der Uhr, da bin ich mir sicher. Ne? Ist das eigentlich, jetzt dürftest du ja auch jetzt so 5 Jahre haben, ist es so die Kamera, wo du sagen würdest, mit Abstand die du am meisten genutzt hast, so in den 5 Jahren? Ja. Ja, ne? Ja. Ja. Also die Q habe ich natürlich auch viel benutzt. Meine D750 benutze ich auch immer noch, aber die M ist eigentlich die ich am meisten benutzt habe. So in den letzten Jahren. Ne? Ja. Und um darauf zurückzukommen, ich habe dann natürlich, als ich das alles gesehen habe, ich fand natürlich die Features teilweise auch echt geil, weil ich finde nach wie vor, dass sie da eine gute Kamera hingesetzt haben. Aber als ich den Preis gesehen habe, musste ich mir dann einfach eingestehen, das macht für mich persönlich keinen Sinn, weil um das M-Feeling zu haben, also um eine schöne Kamera in der Hand zu haben, um dieses typische M-Fotografieren zu haben, muss ich nicht unbedingt jetzt die neueste M haben, ne? Das stimmt schon. Ja. Und Leica, also auch in dieser Präsentation, die es davor abgab, da hat Leica ja auch gerne den Vergleich gezogen zu anderen Marken wie Porsche, Harley-Davidson oder auch Apple iPhone und stellt sich damit selber halt auf diese Stufe der extrem ikonischen Produkte. Legenden, ne? War, glaube ich, die Aussage. Legenden haben sie da. Legenden. Also, wir sind Legende. Ja, sage ich jetzt nichts zu.
Nee, nein. Nee, sag nichts. Ich halte mich zurück. Nee, aber weißt du, welche Frage ich mir gestellt habe? Muss ich denn unbedingt den neuesten Porsche fahren oder ist es nicht vielleicht viel geiler, wenn man so einen etwas älteren Porsche hat? Wenn es darum geht, dieses Feeling zu haben, ne? Also muss ich das neueste Topmodell haben oder habe ich halt meinen älteren Porsche und dann ja, noch meinen ollen Touran als Arbeitstier, der natürlich, was Praktikabilität und so weiter angeht, natürlich viel alltagstauglicher ist. Ich meine, du hast ja bei mir damit ja mit, also du hast ja eine Aussage getroffen und ist bei mir damit ja auch so ein Denkprozess gestartet. Ne? Also ich meine, wir beide haben ja noch auch jeweils eine M6. Ne? Ich glaube, du hast auch noch eine. Mhm. Ist ja auch ikonisch, ne? Legende. Ich hol die also, mal. Red mal weiter. Also ich, es gibt ja, es gab ja danach auch die M7, die auch technisch ähnlich war, aber dann doch auch besser. Ne? Trotzdem kaufen sich ja die allermeisten Menschen heute die M6, weil das ja tatsächlich auch eine Legende ist, ne? Die M6. Und du hast ja mir gesagt, so Faisy, ne, die M10, das wird irgendwann auch so eine Legende sein. Und da sage ich auch, also allein dieser Bodendeckel, über den wir ja alle ewig geschimpft haben und ihn uns weggewünscht haben, ich glaube, irgendwann so in ein paar Jahren werden sich Leute eine M10 holen, weil sie sagen werden, das ist die letzte mit Bodendeckel. So. Also ich bin sogar ich kann fest, mir das vorstellen. Ich bin sogar der Überzeugung, also das Coole ist ja mit der M10, das hatte ich auch in dem Review gesagt, haben sie ja damals es geschafft, die Größe wieder anzugleichen. Genau. Ich habe jetzt keine 240er mehr da, aber das war für mich ja der ganz große Wurf, weil die 240er, die war ja immer so ein bisschen adipös, sage ich mal. Ein bisschen fettleibig. Ein bisschen, ne? Ja. Und deshalb habe ich das gefeiert. Und was ich auch gefeiert habe, dass sie dann hier diese Geschichte mit dem ISO-Rad gemacht haben, ne? Ja, was ja auch. Ja, also sie haben, schon hier, sag ich mal, ja, im Prinzip sehr, sehr stark die M6 oder auch die M7 nachgebildet, meiner Meinung nach, ne? Und deshalb bin ich halt auch der Meinung, dass die M10 sich so ein bisschen einreiht in ja, M3, M6. M10. M10, ne? So. Also das sind für mich irgendwie so die Riesendinger, ne? Ja, also beim FC Bayern würdest du jetzt wahrscheinlich sagen, neuer, keine Ahnung, hier Kimmich, Lewandowski, das ist so die Achse, ne? Die brauchst du halt. Und das ist so ein bisschen die Achse von Leica, ne? Also das ich hätte so, jetzt, also um ja, ich, weil, ich kenne jetzt keine Ich wäre jetzt eher bei Beckenbauer. Ja gut, da bist du halt ein paar Jahrzehnte zurück. Wir reden doch über Legenden, oder? Ja, ja, stimmt schon. Obwohl, hat der nicht seinen Legendenstatus auch irgendwann verspielt? Ja, das haben sie alle. Von dem hört man gar nichts mehr, ne? Irgendwann haben sie es alle geschafft. Der ist auch gar nicht alt geworden. Aber ich meine, ich gebe dir da recht. Ich glaube tatsächlich, das ist so eine Linie von Kameras. Und ich weiß nicht, wann sie so wirklich, so, also einen wirklichen Erben dieser Reihe irgendwann finden. Das muss man sich tatsächlich mal anschauen. Was mich interessieren würde, also du hast ja alles getestet, hast sie da und Leica selber sagt, glaube ich, dass sie über 40 oder annähernd 50 Remo, danke. Verbesserungen oder Veränderungen jetzt bei der M11 eingeführt haben. Mich würde tatsächlich mal interessieren, also was ist so das, wo du sagst bei der M11, das ist aus deiner Sicht das absolute Highlight in diesem ganzen Set von Verbesserungen, so wo du sagst so, yo, das finde ich jetzt richtig gut, dass es das gibt. Du hast vorhin mal den Sensor erwähnt, aber keine Ahnung, ob es jetzt nee, also das ist. Ganz, oder was ganz ehrlich, was mich einfach immer genervt hat, war diese Beschränkung auf eine 4000stel Sekunde. Hat mich tierisch genervt, weil das ist, ich weiß nicht, das ist auch so, das kennt man gar nicht. Weißt du, wenn du mit jemandem sprichst über Kameras und ihm sagst, meine Kamera kann nur eine 4000stel Sekunde, obwohl meine D750 kann auch nur eine 4000stel Sekunde, muss ich dazu sagen. Aber das ist einfach, wenn du halt gerne offenblendig fotografierst, dann nervt dich das total. Na? Und deshalb, das war ja auch, wir haben ja in Istanbul dieses Video gedreht, das war ja eine Sache, die ganz weit oben auf der Liste war. Na? Ich muss sagen, mit dem Sensor, das finde ich cool. Aber wenn ich mir was hätte wünschen dürfen, dann hätte jetzt die M11 den Sensor der SL2S bekommen. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, tatsächlich so. Was ist so das, wo du sagst, so tatsächlich das Video in
in Istanbul, also sehr, eins wahrscheinlich, ich sage ja immer noch, es ist eins deiner lustigsten Videos bis heute. Wer es nicht gesehen hat, kann ich es nur wärmstens empfehlen. Also tatsächlich, du hättest dir einen anderen Sensor gewünscht. Das ist so das, was du, was so aus ja, deiner also Sicht jetzt mal, fehlt, kann man nicht sagen, aber. Also mal zur Ehrenrettung, ja. Ich habe mit der M10 nie das Problem gehabt, dass ich extreme Einschränkungen durch den Sensor hatte. Natürlich, weil man muss das Ganze ja auch so ein bisschen realistisch sehen. Wie viele Fotos machst du mit ISO 6400 oder 12500? Es sind jetzt nicht so wahnsinnig viele. Na? In der Regel nicht, ne? Nee, und ich sag mal, wenn du halt die Blende aufmachst auf 1,4 bei Dunkelheit, wenn du sagst, okay, Belichtungszeit, die quetsche ich ein bisschen aus und gehe da irgendwie so bis auf eine 50stel mit Luft anhalten und allem drum und dran, war alles gut. Und ich erzähle das immer wieder. Ich habe ja hier bei den, hier auf dieser Seefahrtgeschichte auf dem Containerschiff, da habe ich ja auch mit ISO 6400 fotografiert, teilweise bei Nacht. Und das war noch mit der M240. Hat am Ende auch keinen interessiert. Ich kann mal gucken, ob ich das Bild mal nebenbei raussuche. Weil, also man muss ja auch alles, es ist ja, Fortschritt ist ja immer schön und gut, und über Rauschen, da unterhalten wir uns ja auch super, super gerne. Aber in der Realität hat die M10 mir ausgereicht. Genau, also ich meine, wir sind ja jetzt so ein bisschen unter uns hier, weil ich vermute mal, jeder, der uns hier gerade zuschaut, ist ja letztlich auch irgendwie Fotograf. Aber hast du jemals, ich meine, du machst das ja, ist ja dein Job, also hast du jemals einen Kunden gehabt, der dir gesagt hat, aber Herr Ludolf, nein, das ist jetzt hier irgendwie ein bisschen zu verrauscht oder so? Nee, nein, ne? Also, nein. Nein. Eher so ein Problem von uns hier allen, ne? Ja, eben. Nee. Asche auf mein Haupt, ich habe gelogen. Das ist nicht mit 6400, sondern das ist mit ISO 3200. Ich kann das hier gerade nochmal einblenden. Das war dieses hier. Allerdings habe ich da halt, das ist mit der Q gemacht. Sieht man auch hier, ne? 28 mm. Das habe ich halt auf eine 15. Sekunde ausgequetscht. Also, dass ich das, ich meinte, ich hätte das mit der 240 gemacht, aber das war jetzt dann doch gelogen. Ja. Und was meinst du? Also, wie ist bei dir jetzt gerade so das? Der Leica M11-Barometer, also ist das, so, ich meine, ich habe, also bei mir ist ja gerade wirklich so ein bisschen abgekühlt, also brauchen wir gar nicht lange, ich hatte den Preis ja vorhin mal so in den Ring geworfen, ist tatsächlich so eine Schwelle, wo ich einfach mir schwer tue, da drüber zu springen, also jetzt, ich könnte es mir wahrscheinlich irgendwie kaufen, gar nicht, also darum geht es mir gar nicht, aber ich tue mich schwer tatsächlich. Mhm. Der Barometer ist so ein bisschen abgekühlt, also ist gerade wie so im Ruhrgebiet gerade 3 Grad. Wie ist es bei dir? Ja, es ist so ähnlich. Also ich habe das ja eben schon angedeutet. Ich finde halt, dass die M10 so dafür eine M zu haben und dieses Feeling zu haben, finde ich halt eine M10 toll. Ich werde auch weiterhin die benutzen. Ich liebe die auch. Ich habe ja auch ein paar Objektive dafür. Aber die M11 bringt mich nicht so richtig weiter. Im Sinne von, ich sag mal, wenn man eine M hat, jeder, der, sag ich mal, viel fotografiert, der damit auch sein Geld verdient, der wird in irgendeiner Form meiner Meinung nach noch eine zweite Kamera haben, die auch irgendwie Autofokus hat. Oder eine dritte, eine vierte, eine fünfte. Oder, ja, okay. Eine vierte, fünfte. Na? Ja. Und deshalb bringt mich die M11 da nicht weiter. Leica hat leider einen fatalen Fehler gemacht. Sie haben halt gezeigt, dass sie für die Hälfte des Geldes auch eine Kamera bauen können. Naja, nicht ganz die Hälfte, aber eine bauen können, die dann, sag ich mal, auch modern ist, ne? Die halt Autofokus hat, die halt auch mit ISO 12500 keine Probleme hat, die mittlerweile auch einen guten Autofokus hat mit Tracking und allem drum und dran. Dann natürlich auch die Adaptionsmöglichkeit für meine M-Linsen. Und ich bin so ein bisschen von der SL2S angefixt. Ja, und von daher tue ich mich so ein bisschen schwer damit, jetzt zu sagen, ich kaufe mir eine M11. Ich meine, wer mich kennt, der weiß,
in 2 Wochen sitze ich hier und was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ja, ich wollte gerade sagen, Buddy, was war denn da los? Alter, gezuckt und dann hatte ich sie. Ja, der Marcel schreibt hier gerade, redet die MC nicht so schön, sonst gehen die Preise nie runter. Also ich weiß ja auch, ne, ich habe tatsächlich so. Hast du denn, was sagt der Preisindex? Wir haben schon lange nicht mehr. Ja, du, der Preis, jeden Tag gucken wir ja bei Kleinanzeigen. Es ist unglaublich, ne? Liebe Leute. Also jetzt, das wird dem Marcel jetzt nicht gefallen, was ich sage. Wenn ihr jemals drüber nachgedacht habt, euch eine Leica M zu holen, ich habe eine Meinung inzwischen auch zur Leica M. So, obwohl ich eine besitze. Können wir gleich vielleicht mal thematisieren. Aber wenn ihr jemals vorgehabt habt, eine zu holen, dann macht das bitte jetzt, ne? Weil die Leute sind wahnsinnig, schmeißen alle ihre M10, M10P, M10R alle auf den Markt und wegen des Überangebotes werden sie die natürlich nicht los. Die Preise gehen runter. Und was mich ja total irritiert ist, ich meine, du hast gerade gesagt, du hast eine gute 6-stellige Zahl an Auslösungen. Also was ich jetzt so beobachte ist, da sind Leute, die haben halt gerade mal ein Jahr, teilweise nicht mal eine M10R und dann stehen da so in den Anzeigen irgendwelche Sachen von irgendwie 400 Auslösungen, 600 Auslösungen. Da sagst du, also 400 Auslösungen habe ich vom Geschäft bis hierhin nach Hause schon irgendwie hinter mich gebracht. Also ich will nur sagen, alles, was ihr da kaufen könnt, muss das sind halt die Sammler. Zustand A+ sein. Kauft sie euch. Kauft euch bloß jetzt eine, wenn ihr jemals irgendwie geil auf so eine M10 wart oder auf eine Leica M. Kauft sie euch. Also macht das. Das wird dem Marcel halt nicht gefallen, was ich gerade sage. Aber die Preise sind eh mehr oder weniger im Keller. Und ich glaube, die Leute werden teilweise merken, dass sie hohe, ich nenne es mal, Verluste in Kauf nehmen müssen, wenn sie jetzt ihre M10 loswerden wollen. Aber für Käufer super. Ich habe mal gerade durchgescrollt und aktuell war so 4.2, 4.3 eine Ur-M10, nicht die P. Ja, die Frage ist halt, ob sie den Preis auch wirklich kriegen. Ne? Also das ist halt wirklich teilweise. Also, ja, aber ich sag mal, wenn du eine M10 für 4 oder 4.2 bekommst, ist es schon okay. Ja, ist ein, also ja. ist, ich also glaube, da sollte man auch nicht auf die letzten 100 Euro. Nee, und ich glaube auch, dass das ein Preis ist, wo du jetzt auch über die Jahre, also wenn da dann nichts mit passiert oder so, wo du nicht mehr so wahnsinnig viel verlierst. Also die wird vielleicht, also ich glaube halt nicht, dass die digitalen Kameras irgendwann wieder hochgehen. Also ich glaube halt nicht, dass das wirklich Legenden werden wie so eine M6. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja? Also weißt du ja, die M6 ist die einzige Kamera, die ich jemals besessen habe, wo ich Geld mit verdienen könnte. Also wo ich die wirklich eine Wertsteigerung Digga, meine M6, meine M6 hier, dieses schöne Stück, habe ich für ziemlich genau 1.000 Euro gekauft. Ja, da kriegst du jetzt bestimmt 2 für. Was ist jetzt Preis M6? Ich schätze mal, also so 2 Minimum, würde ich sagen. Also ich kann dir sagen, ich habe ja mal eine M6, auch eine schwarze gehabt, habe sie dann nach ein paar Jahren verkauft, habe sie, glaube ich, auch für 1.000 Euro bei Meisterkamera in Hamburg gekauft. Ich glaube, damals schon für 1.100 nach einigen Jahren verkauft. Ja. Oder Bier? Ein Bier nehme ich. Danke. Sorry, meine Frau fragt gerade, ob ich was trinken möchte. Schönen Gruß. Ja, meine Frau ist weg. Nee, also nicht nur oben, ne? Also nicht, dass hier Gerüchte entstehen. Nee, also ich habe jetzt vor 2 Jahren zum Start der Pandemie, weil ich einfach auch so down war, ja, so Pandemie geplagt, tatsächlich eine neue M6 TTL geholt, weil ich auch immer gerne TTL haben wollte, wegen dem größeren Verschlusszeitenrad. Da habe ich tatsächlich schon 2.400 Euro beim Meister bezahlt. Ne? Krass, ne? Und ich glaube, dass jetzt in den letzten 2 Jahren auch der Preis nicht mehr zu halten ist. Also ich sehe auch keine mehr so bei Meister und Ähnliches. Die kriegen, glaube ich, kaum noch welche rein. Ja, das ist eine Kamera, ich glaube, die hat den Boden schon lange gesehen. Und ich weiß nicht, ob es noch weiter hochgeht, aber da kann man immer eine kaufen. Was ich aber ergänzen wollte, ist, auch bei digitalen, du siehst ja bei der M8 oder vor allem bei der M9, also die erreichen irgendwann so einen Boden, gehen aber irgendwann auch nicht mehr weiter runter. Also das stellt man schon fest. Wo liegen denn die M240 momentan? Ich würde mal schätzen, dass die irgendwo so bei 3 liegen. Kann das sein? Ja, das ist so 2.5 bis 3, würde ich schätzen. Ja. Ich glaube, das zahlst du inzwischen auch für eine gute M9. Ne? Also das ist das Interessante. M9 also ist hier das auch Erste, so was ich hier so sehe, ist M240. Ja, unter 3, ne? Unter 3.
Und um hier ein bisschen Werbung für die M240 zu machen, der Großteil der Seafarers-Bilder ist halt mit einer M240 gemacht. Ja. Sehr, sehr gut. Will ich mal einfach hier so anmerken. Ja, wir sind ja im Mai wieder unterwegs, ne? Oh ja. Ich bin sehr gespannt, mit welcher Kamera du aufläufst. Ob es eine M11 ist oder vielleicht doch die M10. Tatsächlich. ich bin wir könnten Wetten annehmen, ne? Ja. Ich will mal hier ganz kurz nochmal Thema M240. Ich habe hier mal, warte mal, hier kann ich auf Kamera filtern. Ich schalte nochmal auf meinen Bildschirm. Und das ist mal eine Auswahl. Ich scroll da jetzt einfach nur mal durch. So, der ein oder andere kennt ja das Buch. Aber diese Bilder, die man hier sieht, also das hier, das kennen ja auch einige. Aber auch hier selbst solche Sternenbilder, ne? Das ist alles mit der M240 gemacht hier, ne? Also, ja, da. Ich sag mal, wer. Oder auch hier das, ne? Hey, Milchstraßenfotos. Ja? 8 Sekunden belichtet, ISO 800, auf einem fahrenden Schiff. Also ist jetzt auch nicht so, dass so eine M240 irgendwie ein unbrauchbarer Knochen ist. Ne? Oder hier dieses, das ist ja eins meiner Lieblingsbilder mit dem 35er. Also insofern kann man sie auch holen, ne? Ja, ja, also das ist, ne, das ist, also wir haben ja immer so diesen Drang, das Neueste überall zu haben. Ne? Habe ich ja auch. Muss ich ja. Ach, guck ja, mal. Ja, fair. Danke, Schatz. Aber du hast danke, es ja vorhin Schatz. Gesagt, ne? Pinnicken? Püllücken. Also, egal, also du hast ja vorhin gesagt, also ich glaube, um das Leica-Gefühl zu haben, braucht man keine M11, brauchst keine M10, du kannst einfach jede M nehmen. Ja. Weil, also egal, ob da der Akku irgendwie eingebaut ist oder ob du einen Bodendeckel hast oder ob der Sensor 60 oder 24 Megapixel hat oder nur 12. Also das Gefühl der M macht ja nicht all dieser Schnickschnack aus. Das ist halt der Messsucher. Das ist die Haptik, wenn du so dieses Gerät in die Hand nimmst und merkst, okay, das ist solide gebaut, das ist Metall. Ne, der Ton, wenn du auslöst, das ist es doch eigentlich, oder? Also da muss man auch manuelle fokussieren, ob man es gut findet oder nicht. Aber das ist doch die M. Ja, da muss man vor allem auch mal auf diese ganzen Kommentare antworten. Es gibt natürlich immer wieder Kommentare, die sagen, ja, ich kriege aber eine Nikon, Sony, bla bla bla, ich weiß nicht, A1 ist das oder Z11 oder 9, kriege ich irgendwie für 6.000 Euro. Technisch natürlich einer M, was die Ausstattung und so weiter angeht, um Längen überlegen. Da lassen sich natürlich auch einige sehr drüber aus, dann, ach, was habe ich gelacht und so weiter, für 1.000 Euro kriege ich die Technik einer M11 und so weiter und so fort. Das ist nicht der Punkt. Also das, darum geht es nicht bei dem Fotografieren mit einer M. Ne? Du zahlst das Geld bei einer M nicht für Technik und Ausstattung. Ja, also du kannst, es ist nicht so, nee, das ist halt, es ist halt keine Excel-Tabelle, wo steht, hat das, hat das, hat das, hat das, kostet das und ich zahle jetzt pro Feature das. Das funktioniert halt nicht. Ja, also wenn du, ich mache immer ganz gerne den Vergleich mit so einem Quartett, ja, Auto, wenn wir jetzt ein Kameraquartett hätten, dann wäre die Leica, wäre halt die Karte, die einfach bei jedem Wert verliert und einfach nur beim Preis jede andere Kamera schlägt. Ja. Aber darum geht's nicht. Das ist halt schon, es ist halt irgendwie auch Liebhaberei. Es ist, es geht nicht darum, die Kamera zu haben, die beste Kamera, um die besten Fotos zu machen und so weiter. Das kauft man sich einfach, weil man da was für übrig hat. Ne? Das ist, ja, es ist Liebhaberei. Ich wollte gerade sagen, also es ist doch eigentlich, es geht doch, also bei einer M geht es doch, also man kann sich das nur rechtfertigen oder schönreden mit Emotionen, Liebhaberei. Vielleicht kauft man sich da so ein bisschen auch in den Leica VIP Club ein oder sowas, ne? Also keine Ahnung, also es ist halt eine Nische, in die man da eintritt, aber jegliche Diskussion verliert man. Das mit dem Club musst du jetzt mal erklären. Ja, es ist doch, also es ist doch so ein bisschen so, dass
Ist so ein bisschen so eine Eintrittskarte auch in, ja, in so einen exquisiten Club, so wenn man die M hat. Und man weiß ja selber, jeder, der sich ein bisschen mit der Fotografie auskennt, wenn du da mit einer M ankommst, jeder weiß sofort, okay, der hat kann mit Objektiv leisten, der hat eine fünf Scheine M, der um hat eine, Hals hin. Der hat es richtig, der hat's richtig drauf und so weiter. Und jetzt kommt aber ein Fehler in dem Thema. Jeder, und das ist tatsächlich ein falscher Gedanke, denkt auch direkt, das muss ja auch ein krasser Fotograf sein. Wer denkt das? Ja, also ich glaube, das denken andere. Also das, ich glaube, dass andere, die 99%, die keine Like haben. Und also ich sag dir mal, tatsächlich falsch, ne? Also das ist, ich sag dir mal, was mein Gefühl ist. Mein Gefühl ist, wenn das Leute sind, die mit Fotografie gar nichts am Hut haben, die denken immer, oh, guck mal, der hat Opas Kamera. Also ich bin wirklich auf der Hochzeit gefragt worden, ob da noch ein Film drin ist, ob das analog läuft ist. Läuft so schlecht bei Ihnen, Herr. Ja, ja, also wirklich, das sind Leute, die dann sagen, oh, die ist aber schön, diese alte Kamera, ne? Das ist so, haben Sie denn auch noch eine neuere? Das ist das eine. Und ich glaube eher, dass von Fotografen dann eher so der Blick kommt, na, Ärzte- und Anwaltskamera, hast du sie ja, heute mal aus der Vitrine geholt? Ja, das ist so eher das, was ich manchmal glaube. Ich aber, glaube nicht, dass jemand damit in Verbindung bringt, dass das ein krasser Fotograf ist. Aber also ist es nicht so, dass das Klischee aber auch leider zu häufig belegt wird? Weil das halt auch häufig Leute sind, die das Ding haben, aber nicht so wirklich nutzen. Also ich glaube, da ist halt auch schon so ein bisschen was dahinter, oder? Also nehme ich zumindest an. So ist mal so meine Wahrnehmung. Also ich kenne persönlich... Also schwer zu sagen. Ich denke mal, ich bin irgendwo so ein bisschen in der Mitte. Aber ich kenne persönlich wirklich sehr, sehr viele Menschen, die mit den Dingern halt auch nicht so richtig viel fotografieren. Also das ist halt auch so ein bisschen also ich, so. Und wenn, ja, und wenn ich jetzt bei eBay Kleinanzeigen sehe, 600 Auslösungen, dann geht das ja schon so ein bisschen in diese Richtung. Ich will sich zu stark pauschalisieren, ne? Aber also grundsätzlich, ich glaube, das gibt die auch, ne? Ja, das gibt es alles. Aber grundsätzlich würde ich mal sagen, das gibt es bei jeder Marke. Es gibt auch Fotografen, die auf meinen Workshops ankommen, irgendwie mit einer D4, D5, Nikon D6. Ja, okay. Ist das Gleiche, wo du sagst, Mensch, Junge, was willst du damit? Na? Also im Endeffekt halte ich es auch, also eigentlich ist es auch traurig, wenn irgendjemand einen anderen Fotografen beurteilt anhand der Kamera, die er benutzt. Am Ende des Tages sollte man einzig und allein sich die Bilder angucken. Ja. Und was ich auch immer sage, ist, wenn sich jemand so eine Kamera leisten kann, dann hat er irgendwas im Leben richtig gemacht. So, und wenn das ein Arzt ist, dann ist das wahrscheinlich ein guter Arzt und dann sollte man froh sein, dass es den gibt. Ja, dann sollte man den auch nicht für seine Leica belächeln, sondern ihm auf die Schulter klopfen, weil vielleicht braucht man ihn irgendwann mal. Ja, also das ist halt auch so ein Internet-Ding, dass wir unheimlich viel so machen, so dieses Abchecken und Beurteilen und auf die Waagschale legen. Also wir, ja, das ist, ich weiß nicht, also das macht ja, man natürlich auch. Wir nehmen uns ein bisschen zu wichtig, glaube ich, ne? Das ja, also man nimmt sich wichtig an. Und man fängt natürlich auch an über andere, also man lästert natürlich auch, um sich selber gut zu fühlen. Weißt du, und es ist natürlich auch so, wenn ich einen Kommentar schreibe, indem ich über Leica und die Preise abkotze, mache ich das ja im Endeffekt einfach nur, um mich selber gut zu fühlen und vor mir selber zu rechtfertigen, dass ich das nicht kann. Ja, also ich will mich damit einfach besser fühlen, weil ich mir da Luft mache. Und insofern muss man auch sagen, am besten am schönsten finde ich das einfach immer, wenn die Leute dann reinschreiben, ja, tolle Kamera, alles super, alles gut, aber am Ende des Tages übersteigt es dann halt doch mein Budget und so ist es bei mir ja auch, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte sie gerne. Also bin ich echt, würde sie sehr gerne besitzen. Bin nur momentan nicht in der Situation, dass ich jetzt 8.000 irgendwas Euro auf den Tisch lege für diese Kamera, ne? Das ist, passt also nicht, ne? Ja, das muss schon für passen. Also ich kann nur sagen, also ich habe ja eine M10 ich glaube, niemand sollte denken, aber das tun wahrscheinlich auch viele nicht, hoffe ich, oder einige schon, aber ich glaube, was ich sagen kann ist, die M10 hat nicht dazu beigetragen, dass meine Fotografie besser geworden ist. Ne? Also das Einzige, was sich durch den Kauf einer Leica M bei mir geändert hat, ist, ich fühle mich besser, weil ich eine Kamera habe, die ich mag.
so, das ist es. Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich nicht mit anderen Kameras teilweise bessere Fotos mache oder mehr Erfolg habe. Aber ich mag sie halt. Ne? Und das sollte halt jedem schon irgendwie so klar sein. Das ist halt nicht der heilige Gral. Und wenn man das Ding sich geholt hat, dann schießt das Ding irgendwie Fotos von alleine oder man ist direkt irgendwie zwei Level besser. Wenn man da jetzt mal in so Game-Strukturen denken würde, also das ist es nicht. Man muss halt auch schon viel mitarbeiten, so dass das funktioniert. Und das ist immer nur wegen so, der M wird man nicht besser. Also das sollte einem bewusst sein, wenn man das hier nicht. Aber es ist ein bisschen Leidenschaft, Liebhaberei. Ich mag sie auch, ne? Wenn man sie in die Hand nimmt. Das ist schon schön. Also die besseren Fotos und angenehmer ist es mit einer Kuh, ne? Also das ist halt schon, muss man einfach sagen. Du hast einen Autofokus, es ist eine Leica, es ist eine Vollformatkamera, du hast All-in-One, das Ding kann Video. Irgendjemand, ich weiß gar nicht, ob das ein bisschen Sarkasmus war, fragte gerade hier, wie denn so die Videoskills der M11 sind. Ne? Also die kann natürlich kein Video, das kann alles die Kuh. Also ich weiß gar nicht, wie viele Bilder die Sekunde die kann. Die M11? Ja. Was hat die für eine Serienbildfunktion? 5 meine ich, ne? So also wenn die 5 Bilder die Sekunde macht, dann ist das halt das, was du videomäßig damit machen kannst, ne? Serienbildmäßig. Nein, aber das ist, also meiner Meinung nach ist das schon eigentlich auch ein richtiger Schritt gewesen, dass Leica gesagt hat, wir schmeißen die Videofunktion aus der M raus. Ja, absolut. Ich glaube, das Ding also war mit der M262, ne? Oder wie hieß sie? Genau die 240 hatte es noch und also das war ja wirklich totaler Blödsinn. Ja, weil passt da einfach nicht. Nee, absolut nicht. Ja? Überleg mal, was da inzwischen alles möglich ist. Ja, ich will mal kurz hier durch den Chat scrollen, weil es ist ja schon eine rege Anteilnahme hier, was ich sehr, sehr cool finde. Irgendjemand sagte eben, dass ich ausgewichen bin bei der Geschichte, was wir mitnehmen. Also hast du eigentlich erzählt, was wir für eine Reise machen oder wollen wir das noch nicht erzählen? Bevor das alles erzählen, in die Hose geht? Nee, lass das erzählen. Es ist ja auch spannend. Wir beide freuen uns da ja drauf und ich glaube, nach der, muss ich selber kurz überlegen, nach der Istanbul-to-go-Geschichte sind wir da nochmal miteinander. Nicht mehr gereist, nee. Also Motorrad sind wir wohl gefahren, aber so richtig so mit Flieger und so, glaube ich nicht, ne? Nee, seitdem haben wir nichts mehr. Wir haben uns auch irgendwie seitdem nur ein- oder zweimal gesehen. Tatsächlich. Ja. Also wir beide machen ab im Mai, ne, roundabout 10 Tage, machen wir eine schöne Anatolien-Tour, ne, durch die Türkei. Das wird, glaube ich, total spannend. Plan ist es, also ich weiß nicht, einigen wird es dir ganz sicher was sagen, also wir fliegen schön mitten nach Kappadokien, also wirklich so, man nimmt so die Türkei-Karte, macht so 2 Kreuze, dann so mitten rein. Und dann wollen wir von dort aus mit dem Auto einen Roadtrip machen. So, genau. Also Kappadokien müsst ihr mal googeln. Also wenn man Kappadokien in die Bildersuche eingibt, ja, ist man schon, also die Ballonnummer, die müssen wir aber auch irgendwie hinkriegen, ne? Ja, auf jeden Fall. Früh aufstehen. Ja. Die fliegen ja nur einmal am Tag. Also ich komme ja aus Kappadokien oder meine Eltern kommen aus Kappadokien. Da wollen wir starten und dann machen wir einen Roadtrip. Wir haben Hinflug, wir haben Rückflug. Und wir haben gesagt, ganz grob Richtung Georgien. Vielleicht schaffen wir noch einen Hüpfer über die Grenze. Genau, und dann wollen wir mal schauen, ne? So ein bisschen vielleicht in Richtung Schwarzmeerküste und so weiter. Das könnte, glaube ich, ganz lustig werden. Das ist so der Plan. Genau, ursprünglich hatte ich mal die Idee, nach Georgien zu fahren und dann haben wir ein bisschen auf die Karte geguckt und haben dann gemerkt, auch das ist ja eigentlich auch da so mit Türkei da unten alles gar nicht so verkehrt. Und dann kam Faisy auf einmal auf die Idee, du, da unten habe ich ein Auto stehen und was sollen die, also meine Eltern haben ein Auto da stehen, ne? Das klingt, du habe ich auch ein Auto stehen. Ne? Da habe ich ein Auto und dann in der Schwarzmeer. Nein, also da du ja daherkommst und deine Eltern auch daherkommen. Genau, nee, also da deine Eltern da ja auch ein Haus haben, wo du ja auch herkommst und da steht halt irgendwie noch ein alter Golf oder so, ne? Steht da ja irgendwo. Genau, also da steht ein VW von meinem Vater, da steigen wir dann ein, das nutzen wir dann für uns und dann fahren wir ein bisschen rum. Also ich glaube, das wird schon ziemlich cool. Wir werden viel sehen, das wird landschaftlich auf jeden Fall super sein. Und zu Essen und Menschen wollte ich ja nicht viel sagen, ne? Das kennst du ja.
Nee, sensationell. Ja, und um diese Frage nochmal zu beantworten, was ich für eine Kamera mitnehme, ich weiß es jetzt ehrlich gesagt noch nicht, aber nach meinem aktuellen Gefühl ist es halt so, da wir ja mit dem Auto unterwegs sind, wird Gewicht nicht unbedingt die große Rolle spielen. Könnte mir schon vorstellen, dass ich die SL2 mitnehme. Aber schon, ne? Aber ich bin auch nie mit nur einer Kamera unterwegs. Also es kann auch gut sein, dass ich einfach die SL2, die Q und die M mitnehme. Und alles. Du weil für mich ist oder es ist ja, ne? Ja, ne, die wahrscheinlich wird die bis dahin gar nicht lieferbar sein, ne? Die kriegst du gar nicht. Mai, ja, das war vor 5 Jahren auch nicht so einfach. Ja. Ich weiß nicht, kann man die auf eBay jetzt schon für über Neupreis kaufen oder so? Ich habe keine gefunden. Du glaubst nicht. Nee, also insofern und bei mir ist es ja auch so, dass ich solche Reisen ja auch immer ganz gerne zum Anlass nehme, um ein paar Sachen zu testen, damit ich dann ja, halt hier wieder irgendwelche Videos machen kann zu Reviews, die ich eigentlich nicht mehr machen wollte. Ich meine, weil du es gerade angesprochen hast, weil ich ja hier auch so eine SL2S habe, also wer sich mit einer M ein bisschen schwer tut, sich aber denkt, ach, die Gläser, auch wenn sie teuer sind, das ist schon schick, ne? Also gibt es ja auch nicht alles nur von Leica, kann man sich heutzutage auch von Vogtländer und Zeiss und ne, du testest ja auch gerade hier ein, zwei so TT-Artisan und so weiter. Also was ziemlich viel Spaß macht, ist ja so eine SL2S mit M-Objektiven, ne? Also das ist auch eine ziemlich coole Sache, muss ich sagen. Also macht die SL2S auch eine ganze Ecke handlicher, aber es ist halt tatsächlich auch ziemlich cool, diese Objektive recht gut adaptiert an der SL2 zu nutzen, muss ich sagen. Also kann ich auch nur sehr empfehlen, macht sehr viel Spaß. Also dieses 90 mm mit Blende 1,25, was ich ja jetzt getestet habe, ja. Habe ich hauptsächlich an der SL benutzt. Weil 90 mm ist meiner Meinung nach mit dem Messsucher eh schon grenzwertig. Und wenn du dann noch Blende 1,25 hast, das ist wirklich ein Fokusendgegner. Und das hat mit der SL2 deutlich besser geklappt. Aber vielleicht sollten wir noch eine extra SL2-Sendung irgendwann machen. Und dann machen wir noch eine Q-Sendung. Also Faisy, ja. Vielleicht pass mal auf, ich benutze das viel zu wenig, aber ich mache jetzt mal eine Umfrage im Chat, ne? Ja, mach das mal. Red mal weiter, ich muss das eintippen hier. Nee, ich hatte gerade zufällig auch hier den Chat geguckt. Der Guido schreibt, ich hatte die SL2S im Auge, aber nachdem ich die in der Hand hatte mit dem 2470, war ich vom Gewicht abgeschreckt. Guido, ich hatte das 2470. Es ist echt für einen Zoom wirklich unglaublich gutes Glas. Und auch wenn es irgendwie nicht original Leica in dem Sinne ist, also ich glaube, das wird auch offiziell von Sigma hergestellt und von Leica halt irgendwie abgenommen, war mir auch tatsächlich dann irgendwann zu schwer und ich habe mir hier das Sigma 2870 geholt, damit ich hier so die Kids und so weiter fotografieren kann. Und in der Kombination ist es tatsächlich so um 400, 500 Gramm leichter, ne? Weil dieses Sigma ist wirklich ein Leichtgewicht. Kannst du da, jetzt hast du das so mitten in meinem Sichtfeld. Schau dir das mal an. Ja, oder wir machen hier eine Sendung. Stefan schreibt, passt die Kuh in den Golf? Machen wir live. Ja. Ne? Machen wir auf Instagram. Nee, also können wir nochmal machen. Ich habe ja auch gerade ein bisschen was zum Testen. Ihr wisst ja, ich habe so einen Blendentick. Also ich habe mir hier von Sigma das 35 mm Blende 1,2 ausgeliehen. Das ist natürlich ein Prügel, ne? Also das ist einfach. Boah, ist schon warm, fett. Ne? Das ist fett. Riecht auch einfach. Wahrscheinlich so ein Kilo oder so. Ja, das ist einfach. Weißt du, wenn da Blende 1,2 draufsteht, hat das eine ganz magische Anziehungskraft. Marcel, vielen, vielen Dank für deine Spende. Und ich habe, was ich persönlich ja richtig interessant finde, hier das 35 mm 1,4. Guck mal hier, das kommt mal in meine Detailcam. Das ist aber klein, ne? Das ist super 1, klein. 4? Für 85-1,4 ist das sensationell klein. Ja. Kannst du das nochmal bitte neben das 85er da halten? Neben das 35er, warte, muss ich die Kamera einschalten. Genau. So, also wow. So sehe es. Ja. Es ist auch vom Filterdurchmesser kleiner. Ja.
Übrigens, Marcel hat hier gerade 9,99 Euro gespendet. Marcel, so wird das gar nichts mit der M10. Nur, dass du das weißt. Ne? Ich habe ja schon überlegt, wenn bei dem Review jeder, der das M11-Review geguckt hat, wenn jeder 1 Euro gespendet hätte, dann würde ich vielleicht morgen bestellen. Ja. Machst du noch mal hier deinen YouTube-Abonnenten? Das würde mich jetzt mal interessieren. So nee, weil die Leute klicken dann wieder deabonnieren, einfach nur, um mich zu ärgern. Ach so, okay, gut. Ja, na gut, komm hier. Also es sind noch mal irgendwie 2-3 mehr geworden. Ah, okay. Ja, also insofern. Schon ganz gut. Was wollte ich denn noch sagen, Mensch? Ich wollte noch mal auf eine Sache eingehen, was bei den ganzen Kommentaren aufkam. Das Thema Kabel. Das war ja etwas, wo ich gesagt habe, Leica, was soll das? Es geht nur das mit Leica mitgelieferte Kabel von Lightning auf USB-C. Kein original Apple-Kabel. So, und da kamen ein paar Kommentare. Das liegt wohl daran, dass sowohl die M11 als auch das iPhone beide als mobile Endgeräte gesehen werden. Und dadurch, dass sie beide als mobile Endgeräte gesehen werden, muss das irgendwie ein Datenkabel sein. Das muss jetzt wohl angeblich nicht unbedingt ein Leica-Kabel sein. Das gibt es auch von Anker. Es hat aber irgendwie eine andere Bezeichnung. Ja? Also, ich will dieses Kabelthema auch gar nicht so hochhängen, weil im Endeffekt ist es ein Kabel, das ist dabei und im Notfall kauft man sich ein neues und ich sag mal, 35 Euro für so ein Kabel ist jetzt auch kein Drama. Also ist nur so, ich kenne mich ja. Kabel vergessen, dann willst du dir unterwegs mal eben schnell ein neues kaufen, irgendwo am Flughafen oder so, und dann funktionieren die alle nicht, die da an der Wand hängen. Meiner Meinung nach ist das einfach so ein Punkt, wo ich sage, ja, warum kommuniziert ihr das nicht besser? Also warum sagt Leica dann nicht einfach, das muss ein Kabel sein mit der und der Bezeichnung? Vielleicht steht es auch irgendwo auf Seite 438 der Anleitung. Ja. Insofern, ja. Ne? Es ist so. Kein, also Schnäppchen ist es nicht, aber für ein Kabel, auch bei Anker bezahlst du wahrscheinlich schnell mal 15, 16, 17, 18 Euro für so ein Kabel. Und es ist wahrscheinlich in Leica-Verhältnissen, wenn man ganz ehrlich ist, ist das wahrscheinlich gar nicht so ein Riesenthema. Also du hast es ja selber, ne? Daumenstütze. Danke, Steffen. 220 Euro habe ich für die Daumenstütze damals bezahlt. Also das sind Preise. Ich hab die erste die Daumenstütze damals. Die kostet zwischen 260, ne? Ich habe die erste damals für 190 bekommen. Schnäppchen. Das war nämlich im Leica Store in Nürnberg und das war da hatte ich die M10 gerade neu und da war hier die Eröffnung von einer Ausstellung und da haben wir uns richtig einen gebechert und da hatte ich auch einen im Kahn schon und dann habe ich nämlich, ich habe nämlich meiner Meinung nach in Erinnerung, dass die aus dem Leica Store mir 145 Euro gesagt haben und dann habe ich meine EC-Karte im Suff dahin gegeben und ein paar Tage später auf meiner Abrechnung 190 gesehen. Da gab es nicht mal einen Freundschaftsrabatt. Also nicht mal hier irgendwie so, nee, 190. Euro. Nein, 190 war. Nein, zum Start kostete die 190. Echt jetzt? Ah, okay. Ja. Also Sebastian, glaub, danke. War lange danke. 220, dachte ich, oder war es, glaube ich, auch am Ende. Aber, nee, am Anfang 190. Inzwischen 260 Euro, ne? Also, die 190 hielten aber auch nicht lange. Also das war, gut. Also auch der erste Preis von der M10 ging ja, das hat, ich glaube, es hat ja keine 3 Monate gedauert, da ging die auf 6,850 oder so. Du weißt, dass die Leica Q2 inzwischen die zweite Preiserhöhung seit Veröffentlichung hinter sich gebracht hat. Also die hat zum Start 4.000. Ich glaube, also die zum Start hat sie 4.800 Euro gekostet, meine ich. Inzwischen kostet sie tatsächlich auch 5.300 oder so. Also auch schon nochmal einen Batzen nach oben gegangen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das was mit Nachfrage oder mit einfach Produktionskosten und so weiter zu tun hat. Ne? Also Pandemie und so weiter haben ja so einiges da durcheinander gebracht. Also, irgendwer hat mir mal gesagt, ich glaube, irgendein Lehrer oder ein Professor einer Uni war das, mir gesagt, wenn du richtig reich und erfolgreich sein willst, dann musst du etwas produzieren, was entweder extrem billig ist oder extrem teuer. Ja, mittendrin und geht nicht, ne? Wofür? Ja, weil mit ist Shit. Na, also mittendrin, das ist Mainstream, das ist einfach, da schwimmst du so mit. Ja, das ist Mist. Und ich meine mal ganz ehrlich, ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es allen Kameraherstellern blendend gut geht.
Also man hört ja immer wieder Gerüchte, ne? Allgemein ist ja die ganze Kameraindustrie durch Smartphone und so weiter jetzt nicht gerade so die absolute Zukunftsbranche. Ja, also insofern, wenn man das Ganze natürlich wirtschaftlich betrachtet, hat Leica das schon richtig gemacht. Die haben einfach ein totales Luxusprodukt und es gibt halt genug Leute, die sich dieses Luxusprodukt leisten können, für die das nicht der Rede wert ist. Und ja, insofern, also rein aus wirtschaftlicher Sicht, ist die Entscheidung absolut nachvollziehbar. Jetzt haben wir so auf den Preis auch drauf gehauen. Jetzt müssen wir auch ein bisschen fair bleiben, da hast du schon recht. Also wir dürfen auch eins nicht vergessen. Also es gab von der M10 ja auch, ich nenne es mal so Ableger, ne? Also M10P, M10R und wie sie alle heißen. Die hatte einen UVP von 6.500 Euro. Jetzt muss man eins dazu sagen, Leica bringt ja nicht alle zwei Jahre irgendwie so ein neues Nagel, also rund erneuertes M-Modell, sondern die M10 hat ja jetzt auch wirklich 5 Jahre als Basismodell hergehalten. Jetzt muss man eins auch dazu sagen, in diesen 5 Jahren gab es ja auch ein bisschen ja, sowas wie Inflation und so, ne? Also das darf man ja auch einfach schlicht nicht vergessen. 5 Jahre, ich schätze mal, so Summe 10% kann man auf diese 6.500 Euro allein schon durch Inflation draufrechnen. Also müsste man, also ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber würde ich jetzt einfach mal schätzen, also ein bisschen von diesem Preissprung, den Sie da jetzt von der M10 zur M11, wenn man es mal wirklich auf die Basismodelle legt, hingelegt haben, kommt natürlich auch daher. Also da muss man schon auch ein Stück weit fair sein. Aber ich will auch diese Entscheidung auf Leica-Seite nicht anzweifeln und ich glaube auch nicht, dass da jemand sitzt, der sagt, so die zocken wir jetzt mal richtig ab. Nein. Also das Ganze hat natürlich einmal damit zu tun, dass man Markt beobachtet, was man machen kann und die werden sich da schon Gedanken drüber gemacht haben. Absolut. Ja, der Punkt ist ganz einfach, dass ich halt nicht mehr verdient habe in der Zeit oder viele Leute. Ne? Also ist zumindest bei mir so, dass ich sage, für mich fühlen sich heute 8.350 Euro fühlen sich viel, viel mehr an als vor 5 Jahren die 6.500. Ja, ist eine Situationsgeschichte. Ne? Ich glaube, das ist halt sehr individuell. Ne? Ich glaube, man darf das tatsächlich nicht pauschalisieren und nicht glauben, dass wir jetzt irgendwie krass draufhauen. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Und ich glaube, wenn man sich anschaut, wie viele Leute man auf YouTube und Instagram und so weiter mit M11 gesehen hat, also für viele Leute spielt es auch keine Rolle und ist auch gut. Also ist ja auch fair, wenn die das so können. Naja, die Leute, die du jetzt auf YouTube und Instagram gesehen hast, sind ja die, die irgendwie vorab eine bekommen haben. Ja, ich glaube, inzwischen sieht man aber schon auch einige, die. Na gut, so ein paar haben schon gepostet, die hier. Mit einem Tütchen hier aus dem Leica Store gehen und so weiter. Und bei mir ist so, also ich könnte es mir wahrscheinlich kaufen. Ich möchte es einfach nicht. Also ich meine, es ist Pandemiezeit, wir verreisen auch nicht alle so sehr. Ich verdiene nicht mein Geld damit und ich habe gerade einfach auch schlicht, ich sehe nicht den Bedarf, da irgendwie was gerade abzudaten. Aber Kollege, jetzt muss man eins sagen. Ich war ja in Hamburg. Ja. Das wollte ich jetzt heute unbedingt mal ansprechen. Ja. Wir haben ja uns die, also wir wollten ja irgendwann ins Bett gehen und konnten ja nicht, weil wir unbedingt puzzeln mussten, ja? Oh, jetzt, Faisy, danke, jetzt machst du Werbung für mich. Jetzt machst du Werbung für mich. So. Oh, nee, bist du, bist du warte, süß. Ja? Doch, ich weiß, was kommt. Nein, du. Also jetzt machst du jetzt Werbung glaubst, für mich. Doch. Wenn du jetzt glaubst, dass ich Werbung für dich mache, nein. Ich wollte doch, machst du. Ich wollte einmal draufhauen. Ich warte immer noch, dass ich hier die Mandalorianer hier, wie heißen sie hier, hier Kopfgeldjäger-Mädels, ich warte immer noch, dass hier jemand klingelt und mir jetzt so, nachdem ich dieses Hamburg-Puzzle mit dir gebaut habe, da den halben Tag, dass hier einer mal anklingelt und ich so ein Hamburg-Puzzle nach Hause geschickt bekomme. Du meinst das so. Mit dem Auto? Ja, das mit den Mädels. Ich habe das hier den Kindern schon angekündigt. Die haben gesagt, ja, sorry, 1000, kriegst 1000 du ja. Puzzle. Ja, 1000 Puzzle, kein Problem. Ja, kommt. Machen wir. Kommt. Ja. Aber lustige Sache. Ja. Also wir haben einen Abend zusammen, also um das kurz zu machen, wir haben einen Abend zusammen gepuzzelt, hatten da wirklich Spaß bei, haben uns dabei also auch schön ein Weinchen getrunken und dann hatte ich einfach die Idee, habe ich gesagt, Mensch, eigentlich wäre das doch geil, wenn ich mal meine eigenen Motive irgendwie als Puzzle rausbringe. Und wie das so ist, habe ich dann gleich am nächsten Tag angefangen zu recherchieren und habe dann irgendwie bei Ravensburger einen Kontakt bekommen und habe da dann Puzzle mit 3 Motiven bestellt. Ich habe, glaube ich, sogar hier noch
Ich habe hier noch eins, habe ich hier unter dem Tisch liegen. Also ich habe zwei mit 1000 Teilen bestellt und eins mit 500 Teilen. Also ja, falls da jemand Bock hat auf Merchandising, dann... Ist schon fett, ne? Also muss man schon sagen. Mein Lieblingsmotiv ist das mit den hier im Auto. Hier Boba Fett. Jetzt komme ich drauf. Boba Fett. Genau, Boba Fett und der Stormtrooper im Cadillac. Ja, das ist schon geil. Ja, auch wenn der Rand, glaube ich, dich ein bisschen angestrengt hat. Ne? Du hast ja selber irgendwie zusammengebaut. Es sind extrem viel schwarze Teile dabei. Hey, der Rand, der ging noch relativ schnell. Ja, ja. Also 500 Teile hat mich ja schon mit dir zusammen ein bisschen überfordert, weil ich kenne ja diese Puzzles von den Kids, die haben eher so 30 Teile oder so aus Holz, weißt du? Das geht ja schnell. Also man kann übrigens auch bei Ravensburger ein Puzzle mit einem Teil bestellen. Mit einem Teil? Mit einem Teil. Jetzt hast du mich abgehängt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, das ist halt ein Teil, ein Puzzleteil. Das hat dann auch so komische Ecken und dann legst du das hin und fertig. Mhm. Ja, den Sinn habe ich auch nicht ersehen. Das war wahrscheinlich einfach Deko. Kannst du dir aufhängen oder so. Ja. Mensch, Sebastian, das ist doch schon die zweite Spende von dir hier. Vielen, vielen Dank. Richtig geil. Ich danke dir, Sebastian. Richtig cool. Ich kriege das Ding immer nicht aus. So. Du, da fällt mir eine Sache ein. Ich habe heute wieder eine Anfrage bekommen für ein Review. Die kommen ja hier ab und zu mal rein. Und heute habe ich eine Anfrage für ein Review von einem Gesellschaftsspiel bekommen. Ja, das ist schon irre, ne? Machst du irgendetwas, kriegst du direkt so eine Anfrage. Das wundert mich. Ja, also, ja, vor allem, du bekommst immer manchmal die absurdesten Dinge. Aber das ist tatsächlich ein Gesellschaftsspiel, das nennt sich Der perfekte Moment. Das ist ein Fotografen-Gesellschaftsspiel. Ich habe mir das jetzt noch nicht näher angeguckt, aber es geht wohl darum, dass jeder Spieler, der am Tisch sitzt, in diesem Spiel mit irgendwelchen Kartenwürfeln oder so unter bestimmten Bedingungen ein Bild bauen muss. Und ich habe nur so ein Video kurz angeguckt und dann musst du am Ende auch dieses Foto mit deinem Handy machen. Fand ich jetzt so im ersten Moment ganz witzig. Ich habe mir das jetzt noch nicht näher angeguckt, weil das Problem ist, wenn ich jetzt sage, ja, das möchte ich mir näher angucken, dann habe ich auch an der Backe, dass ich darüber irgendwie ein Review machen muss oder so. Also ich fand die Idee ganz nett und will das auch gerne erwähnen. Ich glaube aber ehrlich gesagt noch nicht, dass ich mir das jetzt kommen lasse und dann ausprobiere. Ja, du, also vielleicht fürs nächste Treffen. Vielleicht hast du ja ein bisschen Zeit. Ja, ja, so. Ganz genau. Ja, das nächste hast Treffen kommt bestimmt. Also Faisy, du hast auf jeden Fall hier mal, also du hast nicht 100% Zustimmung bekommen dafür, dass es noch eine Folgesendung gibt. Na, also auch du hast Hater. Ich habe auch Hater. Das ist, ich auch kann auch viel mehr Hater polarisieren. Also ich bin, wie viele waren das jetzt? 8%. 8% haben gegen dich gestimmt. Also ich kenne das normalerweise, sind das deutlich mehr. Also danke, sage ich da jetzt an der Stelle. Naja, wir müssen das einfach mal politisch ausdrücken. Du wurdest mit 91% der Stimmen gewählt. Genau. Wiedergewählt. Ja, genau. Gewählt, ne? Sehr, sehr gut. Ja. Hast du, also hast insofern, du noch mal, es ging ja heute so ein bisschen um L, also Fokus war ja M11. Hast du, du hast ja irgendwie, glaube ich, angekündigt mit, was nicht im Review vorkam. Hast du so? Naja, das war natürlich ein Clickbait, ne? Ja, aber vielleicht hast du ja so eine Sache, wo du jetzt sagen würdest, was ich noch nicht erzählt habe, Killer-Feature oder kein Killer-Feature irgendwie. Ja, soll ich dir mal ein Killer-Feature sagen? Soll ich dir mal sagen, es gibt nämlich ein Feature, das hast du noch nirgendwo gelesen und das hast du auch nirgendwo gehört. Jedes Foto, das du mit der M11 machst, hat GPS-Daten. Weil du das connected hast mit der App, nee, oder? Nein, einfach so. Aber ich dachte mal, also ich meine, ich hätte gelesen, dass man das irgendwie connecten muss. Das ist ein Hidden Feature. Ich zeig dir das auch, ich beweise dir das. Warte, ich gehe ich glaube dir das. Ja, es ist. Das glaube ich nicht. So, warte mal, ich muss mal gerade hier die M11-Bilder raussuchen. Ich rufe den Kaufmann an. So, ich gehe mal auf meinen Bildschirm. Ich glaube, das sind alles M11-Bilder hier. Na? Und jetzt gehe ich mal in Lightroom hier oben auf Karte. Und jetzt sehen wir, diese 138 Bilder wurden alle hier gemacht.
Ah ja, aber da warst du doch letzte Woche, ne? Ja, also ist im Hafen, ja. Ne? Nein, also alle, genau. Alle Bilder haben standardmäßig, siehst du hier, die GPS-Daten 000000. Ja, das ist aber noch ein Bug wahrscheinlich, oder? Irgend so ein Software. Ja, ist jetzt kein Drama, es ist jetzt nichts, ist jetzt nichts, wo man drauf rumreiten muss. Aber mich passiert, hatte. Ne? Zum Start. Ja, mich hatte einfach gewundert, dass ich plötzlich GPS-Daten da drin habe, weil ich hatte so ein bisschen durch die EXIF-Daten gescrollt und einfach geguckt und ja, da stand da halt einfach überall 000 drin. Also insofern, ja, wird einfach ein Bug sein. Ja. Und blöde M-Fotografen-Frage. Die Blende wird wahrscheinlich jetzt immer noch nicht genau übertragen, ne? Also das funktioniert logischerweise. Nee, das ist ja einfach. Weil da keine Elektronik drin ist, ne? Ja, das ist ja einfach der Tatsache geschuldet, dass keinerlei elektrische Verbindung zwischen Objektiv und Kamerabody besteht, sondern da gibt es ja nur diesen Sensor quasi. Ne? Das ist, ich kann das hier nochmal zeigen im Detail, ich hoffe, man sieht das jetzt. Hier gibt es, hier ist quasi so ein Sensor, ne? Mhm. Der hier, das spiegelt jetzt. So, und dieser Sensor, der liest am Objektiv diese Kodierung hier unten aus. Ja. Hier, diese weißen Balken. Ne? Ja, genau. Und die sind halt bei jedem Objektiv anders. Was hast du da? Du hast ein 50er, ne? Also, ich habe hier das 50er, zeig was mal, du auch zeig hast, mal, ne? Wie bei dir die, sieht man, kannst du das mal mehr? Ja, warte, ich muss das ein bisschen. Ja, muss ein bisschen drehen. Sieht ja, man jetzt nicht so richtig. Ja, man sieht es nicht so gut. Ja, da oben. Ja, doch, bei dir sind jetzt, da ne? 5 Balken, ne? Ja. So, und über diese Kodierung wird halt ganz einfach der Kamera gesagt, was das für ein Objektiv ist. Das war halt so, dass zum Beispiel auch einige ältere Objektive, die hatten diese sogenannte 6-Bit-Kodierung nicht. Und da gab es einige, die ganz findig waren und dann einfach mit Tipp-Ex oder weißer Farbe diese Kodierung nachträglich aufgemalt haben. Denn so weiß die Kamera, was das für ein Objektiv ist. Das heißt, die Objektivdaten stehen halt auch in den EXIF-Daten drin und können zum Beispiel auch für Korrekturen benutzt werden. Also gerade so die weitwinkligen, also ich sag mal so hier Summilux 21, 24 mm, da wird halt zumindest so in den JPEGs dann schon Korrektur vorgenommen. Aber die übermitteln halt nicht, was du für einen Blendenwert hast. Und das ist natürlich gerade, das ist in der Praxis, ist das total Banane. Braucht kein Mensch, weil warum muss ich hinterher nochmal genau wissen, mit was für einer Blende ich fotografiert habe? Das ist eine Entscheidung, die ich fälle, wenn ich das Foto mache. Ja, kriegst du nur eine Näherung, ne? So bis auf. Genau, aber es ist halt so eine. Oder so. Nee, das kommt halt immer stark auf die Lichtverhältnisse drauf an. Also oftmals bist du relativ nah dran, aber manchmal hast du auch komplette Ausreißer. Ja, also manchmal ist, so also gerade so bei Gegenlicht, das ist halt für mich immer ein bisschen doof, wenn du jetzt anfängst irgendwie zu testen und willst dann hinterher nachgucken, was hattest du denn da für eine Blende? Na? Also es geht dann so weit, dass ich mir dann irgendwie schon so Zettelchen mache oder aufschreiben muss, das Bild mit der Blende. Das ist schon ein bisschen nervig. Also und, ein bisschen wie ein Analogfotograf früher, ne? Genau. Und das Gleiche ist halt an der SL. Da hast du ja diesen Adapter. Und dieser Adapter, der liest halt auch wieder diese 6-Bit-Kodierung, aber natürlich nichts mit der Blende, ne? Ja, und der Steffen schreibt hier, das 35mm TT-Artisan hat das nicht. Der Steffen, der hat übrigens das gewonnen damals, was ich verlost hatte. Ja, die haben halt diese Kodierung nicht. Ich nehme mal an, weil Leica die nicht auflösen kann. Weil Leica hat ja intern dann ein Register, wo drin steht, okay, zwei weiße Streifen, Summilux so und so. Jetzt könnte natürlich TT-Artisan sagen, oh, du, unser 35mm, da machen wir auch einfach diese zwei weißen Streifen drauf. Dann steht da aber nicht TT-Artisan, dann würde da stehen halt Summilux 35mm. Ja, ja. Das wiederum hat aber zur Folge, dass dann zum Beispiel, wenn man dieses Objektiv auf die SL2 schraubt, dass da dann halt steht Unknown Lens. Und das ist übrigens aber etwas, was ein bisschen nervig ist bei der SL2. Die merkt sich das nicht. Also wenn du die Kamera ausschaltest und wieder einschaltest, kommt wieder dieses Objektivmenü, das sich wieder fragt, was hast du, ne? Naja. Genau, was hast du denn für ein Objektiv drauf? Und dann sagst du wieder, ja, unbekannt. Lass mich in Ruhe. Fotografierst damit, alles gut, machst die Kamera aus, machst sie wieder an
Und dann, ne? Also insofern. Ja, wobei das würde mich nicht davon abhalten, mal das CT Artisan hier dieses 28 mm, diese Leica-Kopie mal zu testen. Ne? Ey, das ist eines der schönsten Euro. M-Objektive, ne? Du weißt, wir hatten das ja damals in Istanbul, ne? Hatten wir das auch mal. Ist halt so, muss man mögen, ne? Es ist schön, aber ich such so das mal, Blende 5.6 ist schon. Ja, ich kann ja mal parallel hier, der Christian fragt, warum Leica keine M mit einem erstklassigen elektronischen Sucher baut. Also, ja, ich glaube, die Kollegen darunter haben es auch direkt beantwortet. Ja, das wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit nicht passieren. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann bei einer M12 sowas machen würden. Mhm. Fuji hat das ja bei den X100-Modellen sehr charmant gelöst, aber ich denke mal, das werden wir so schnell nicht sehen. Beziehungsweise, man hat das ja so ein bisschen in der Leica Q, ne? Geht ja so ein bisschen. Ich bin jetzt hier irgendwie im Schweizer Store gelandet. Ja, so 2.600, 2.300 ja. Euro. Also von dem Objektiv reden wir, ne? 28 mm Blende 5.6. Bildschön, leider kann man es, die haben hier nur eine Ansicht drin, aber das ist, wie ich finde, eins der schönsten Objektive. Aber ganz ehrlich, was willst du mit so einer Blende 5.6? Genau, wenn man Spaß hat, so eine Art von Objektiv, also TT Artisan hat das ja anscheinend irgendwie, muss schon sagen, sehr, sehr frech nachgebaut für ungefähr ein Zehntel des Preises. Und ja, das wird nicht die Qualität haben von dem Leica-Objektiv. Da brauchen wir gar nicht in die Diskussion einzusteigen. Aber ich hätte zumindest mal Bock, es auszuprobieren. So für den Preis kann man das ja mal machen. Also ich würde es mir jetzt nicht holen für die 2.600 Euro, weil dafür wäre es mir dann nicht praktisch genug oder wäre nicht so mein Ding. Aber dafür macht ja dann TT Artisan was. Also die TDA-Design-Dinger, die sind echt nicht schlecht, ne? Also ich habe ja jetzt zwei getestet, das 35er und jetzt dieses 90-125. Und das sind wirklich gute Objektive. Also ja, da kannst du nicht meckern, ne? Also insofern, es ist schon dreist, weil es sind wirklich Kopien. Ja, also optisch sind es. Und auch das 35er. Ja, also das 35er, es sieht wirklich genauso aus so. Wie hier das Summilux. Ja, ich kann das hier nochmal. Höchste Form der Anerkennung, ne, muss man dazu sagen. Ja. Aber es ist schon echt dreist. Ja, also für den Chinesen ist das eine Anerkennung, wenn er etwas kopiert. Bei uns ist das ein extremes Reizthema. Gab auch ein paar Kommentare dazu. China-Schrott und wie kann man nur und so weiter. Ja. Was soll man dazu sagen? Ne? Also am Ende des Tages ist, wie sagt man so schön, das letzte Hemd hat keine... Nee, Taschen? Was? Taschen? Ja, naja, also wenn es ums Geld geht am Ende des Tages, dann überlegt man sich halt dreimal, ob man 4.000 Euro bei Leica zahlt oder 600, 700 Euro bei TT Artisan. Ne? Also, da ist sich jeder selber am nächsten. Weißt du, es ist immer so einfach zu schreiben, das geht gar nicht, wieso kauft ihr in China? Mm. Ne? Also das ist immer leichter öffentlich anzuprangern, als es auch selber zu leben und umzusetzen. Weil, wenn wir jetzt mal wieder zu der ganzen Preisdiskussion zurückkommen, wenn jemand wirklich sagt, ich habe Bock aufs M-System, ich würde da unheimlich gerne einsteigen, bei mir ist aber wirklich Geld ist knapp und so weiter. Genau. Ja. Ganz ehrlich, eine M240 mit so einem TT Artisan 35 oder was gibt's noch? Hier Vogtländer oder so, ne? Zeiss. Die Zeiss gibt es noch, wobei Zeiss, glaube ich, auch ein bisschen teurer ist, ne? Ja, also ich habe ja, also ich glaube, auf das Thema wurde es ja gerade raus, ne? Also wenn man jetzt in die M-Fotografie einsteigt und man hat jetzt nicht irgendwie direkt ein dickes Konto. Ich habe das damals genauso gemacht. Ich habe mir auch die M240P geholt als erstes. Das war meine erste. Ich hatte die M6, aber das war meine erste digitale. Und dann zahlst du ja auch viel Geld für so eine Kamera. Dann holst du dir ja nicht direkt für 3.000 Euro als nächstes ein Leica-Objektiv. Das sitzt dann vielleicht gerade nicht drin. Und da bin ich auch damals losgezogen und habe Zeiss-Objektive geholt. Da liegst du so in der Price-Range. In der Preisrange von, ich sag mal, 500 bis 700, 800 Euro. Mhm. Wenn du das 35 1.4 meinst,
Das liegt, glaube ich, schon bei so knapp über 1000. Aber ich kann die Zeissinger voll empfehlen. Das ist top verarbeitet, sind top Gläser. Wahrscheinlich auch ein bisschen besser als die TT Artisan am Ende des Tages, aber ist ein super Einstieg in das Leica M-System. So, wenn man nicht direkt alles sich von Leica holen möchte. Also, dringend kann ich das empfehlen. Ja, Markus, Vogtländer genauso. Langsam wird's was mit der M11. Ja, also wenn ihr so weitermacht hier. Ne? Ja, ich glaube, 50 Euro hast du schon. Ja. Nee, also das ist, also ich war ehrlich gesagt von TT Artisan überrascht. Das, was die da jetzt mit den, die gibt es ja noch nicht ganz so lange, glaube ich. Ne? Ich habe das nicht so ganz verfolgt. Aber das, was die jetzt abliefern, ist zum Beispiel deutlich besser als das, was ich am Anfang von Vogtländer gesehen habe. Vogtländer ist mittlerweile auch besser geworden. Ne? Aber die ersten Objektive von Vogtländer, die waren halt, die musste man deutlich mehr abblenden. Also da haben die bei TT Artisan wahrscheinlich mit ihrer Kopiererei schon irgendwie sind da doch besser gefahren. Ne? Ja, aber man muss doch mal schauen, wie nachhaltig das ist. Ne? Also wenn das jetzt einfach nur ein Start war und sie versuchen nur durch Preis und Kopie zu Überzeugung, ist immer das eine. Wer weiß, wo die sich irgendwie in ein paar Jahren befinden. Vielleicht konstruieren sie da auch mal eigene Sachen komplett und die Qualität steigt. Das muss man ja auch mal ein Stück weit beobachten. Aber ich gebe dir recht, Preis-Leistungs-Verhältnis ist es ganz, ganz nett. Ja, also da gibt es auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten. Also muss man, ich glaube, das können wir mal so zum Abschluss sagen. Wer wirklich Bock hat auf M, der entscheidet sich ganz bewusst dazu, halt etwas anders zu fotografieren. Also es ist einfach ein eigenes Fotografiergefühl. Das macht man, weil man da Bock drauf hat. Das macht man nicht, weil man dadurch einen technischen Vorteil hat. Das macht man einfach auch, weil man Bock an auf diese Kameras hat. Das macht man, weil man da Spaß dran hat. Und da aber nochmal, wer halt wirklich Bock auf M-Feeling hat, es muss nicht die neueste sein mit einem Noctilux oder Summilux dran, sondern es tut auch eine gebrauchte. Vielleicht auch mit einem Summicron, wenn es ein Leica ist, oder die Summaritz waren auch nicht schlecht. Oder halt vielleicht auch ein Fremdhersteller. Und dann, finde ich, macht sich halt so eine M auch ganz gut neben einer modernen Autofokuskamera, egal ob das jetzt Leica, Sony, Canon, Fuji oder was auch immer ist. Ne? Also ich finde, dass man muss sich auch nicht zwingend für eine M entscheiden und sagen, das ist jetzt meine einzige Kamera. Also ich behaupte auch mal, dass die meisten Fotografen sich damit schwer tun würden, zu sagen, ich fotografiere nur noch M. Ne? Also insofern... Ja, ist das schon, ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber irgendwie sowas in der Art wollte ich sagen. So, was wollte er sagen? Ja, ich scroll hier nochmal, ich scroll hier gerade, oh, das Licht geht schon wieder an, aber im Chat steht noch nichts. Da muss ich einen Moment warten. Der Ralf. Ein weiterer Schritt in Richtung M11. Also nicht, also, dass ich jetzt hier in Zugzwang komme, ne? Ja, der Zwang der Community ist ganz schön groß gerade. Also, sag mal, Druck aufgebaut. Ich muss mal für einen Freund fragen. wie ist denn das eigentlich, wenn man so eine Kamera geliehen hat und die irgendwie kaputt oder verloren geht? Was ist denn da so haftpflichtversicherungsmäßig? Also für einen Freund jetzt. Für einen Freund frage ich. Die Frage ist, also man muss schon einen Schritt zurückgehen. Als dir diese Kamera übergeben wurde, gab es da Papier? Ja, mir ja nicht, dem Freund. Also hat der Freund die Kamera offiziell übergeben bekommen und hat das jemand gesehen? Hat der Freund was unterschrieben? Der Freund hat einen Leihschein unterschrieben. Ah, okay. Dann geht die wahrscheinlich, dann muss man sich mehr auf den, wenn er es wirklich kaputt gemacht hat, ja, ich glaube, der Freund war halt auch irgendwo im Hafen unterwegs, hat da fotografiert, hat sie an die Seite gelegt und dann kam jemand angerannt und hat sie sich einfach unter den Nagel gerissen. Ja, aber Hamburger Hafen ist der auch Freund. Echt übel, ne? Vielleicht hat der Freund auch irgendwie so eine Fotoserie da irgendwie auf St. Pauli auf der Reeperbahn oder so gemacht und da weißt du ja auch, ne, wie schnell da was passiert. Du wolltest halt, also der Freund wollte natürlich auch dokumentieren. Ja, es war ein spannendes Fotoprojekt und da kann man schnell mal abgezogen werden. Ne? Ja, das passiert. Kann schon passieren, ne? Ja, ist schon doof, was dem Freund da passiert ist. Naja. Okay, der Stefan, der schreibt hier Versicherungsbetrug gibt 1 bis 4 Jahre. Solltest du vielleicht mal dem Freund sagen. Ja, 1 bis 4 Jahre.
Also, dann bin ich raus, wenn ich rauskomme. Also, wenn der Freund rauskommt aus dem Knast, ist die M11 immer noch aktuell, weil wir ja mit der M12 wahrscheinlich dann auch wieder erst in 5 Jahren rechnen können. Obwohl, ja, dazwischen kommt ja eine M11P. Und dann kommt noch eine Safari Edition, dann kommt noch eine Snow Edition, dann kommt wahrscheinlich eine James Bond Edition, dann kommt eine Reporter Edition. Dann kommt wahrscheinlich noch für jeden Fotografen, der jemals mit Leica fotografiert hat, eine Edition, außer mir. Und dann kommt irgendwann die M12. Also, Paddy, das verspreche ich dir. Wenn irgendwann die Patrick Ludolf Edition kommt, dann würde ich mir eine holen. Also ungefragt. Du meinst die hier? Ja, also wenn sie, also die ist ja schon sehr exquisit, ne? Ist ja ein Einzelstück, was du da hast. Das ist ja, das wird ja wahrscheinlich irgendwann in Wien versteigert, ja. Es war die dümmste Idee, die ich je hatte. Warum? Es war die dümmste, nein, es war so dumm, weil ich sie nicht mehr verkaufen kann. Ach so. Ja. Es ist also so eine dämliche Idee zu sagen, man ist so verliebt in seine Kamera, dass man seinen Namen da drauf gravieren lässt. Ah. Das ist so bescheuert gewesen. Ich habe dich immer so ein bisschen beneidet dafür, weil du halt so ein Logo und so weiter hast. Ich wüsste, also ich habe immer überlegt, so, ich hätte das auch gerne, aber was soll ich mir da drauf schreiben? Ich habe halt kein Logo. Ja, irgendwie fazy geiler Typ oder sowas. Das wäre auch geil, ne? So ein geiler Typ. Na? Nee, also das, weil der Gedanke, die zu verkaufen, um eine M11 zu kaufen, der stellt sich gar nicht. Ich müsste halt diese Platte oben drauf auswechseln. Und ich bin mir ziemlich sicher, diese Platte zu wechseln, kostet wahrscheinlich auch 1200 Euro. Aber ich würde ja schon wissen, hier jetzt aus dieser Community, jetzt, du hast ja vorhin auch schon so eine Umfrage gestartet, wenn jetzt jemand bereit wäre, so eine M10 zu kaufen und du würdest sie verkaufen, inklusive deinem Namen da, also eingraviert da in deinem Logo. Klar. Wäre jemand bereit, deine Kamera zu kaufen? Ja. Ich glaube, das ist eine Preissache, wenn ich sage, ja, toll. Ja, komm, mal so Standardpreis. Also Standardpreis, du weißt, du bekommst eine Kamera auf eBay Kleinanzeigen für 4.000 Euro und für 4.000 Euro gibt es deine. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Naja, das ist ja so hypothetisch. Mal ab jetzt. Gleich geht die Auktion los hier. Nein, das ist. Ja, es ist natürlich auch jetzt hier in der Community, da gibt es natürlich schon ein paar Leute, die mir ja glücklicherweise auch positiv zugetragen sind. Also insofern. Sag mal, darf ich noch eine Runde Werbung machen? Ich würde gerne. Ja, weil es ist ja jetzt noch nicht Kanal genug. Hier, ne? Es ist ja noch nicht genug Geld zusammengekommen hier für die M11 und ich möchte jetzt noch ein bisschen Werbung machen für etwas, für eine Fotoreise. Und zwar ist das diesmal nicht eine Fotoreise mit dem Motorrad. Da hatte ich ja schon letztes Mal Werbung für gemacht, sondern das ist diesmal richtig so eine Fotoreise wieder. Eine Fotoreise to go. Es gab ja mal Istanbul to go und die Idee bei Istanbul to go war ja damals, was gibt es Geileres, als mit jemandem, der sich lokal auskennt, also so ein Fazy, nach Istanbul zu reisen. Ich habe mir ganz einfach überlegt, was gibt es denn eigentlich Geileres, als die Leute nach Hamburg zu holen? Und nicht eine Fotoreise nach Kuba, tralala, sonst wohin anzubieten, sondern es ist doch eigentlich naheliegend, dass die Leute nach Hamburg kommen und ich ihnen zeige, wo die geilen Spots sind. Ich miete einen Bus, fahre dahin, wo keine öffentlichen Verkehrsmittel hinkommen, wo keine Touristen sind, also wo man richtig schön irgendwo an der Elbe sitzen kann, Schiffe gucken, Bierchen trinken, Fischbrötchen essen. Ich miete eine Barkasse. Nur für uns, also so ein richtiges Boot. Und wir fahren zum Sonnenuntergang durch die Speicherstadt und durch den ganzen Hafen unter den Containerschiffen, also unter den ganzen Speicherstadtbrücken durch und so weiter und so fort. Ich fand, das ist eine mega Idee, oder? Hast du gerade gesagt, du mietest einen Bus? Ja, einen kleinen Bus, hier so ein Bulli. Okay. Na? Also. So wie Bud Spencer. Genau. Ja. So, und jetzt, das ist der falsche Link, den ich hier gerade kopiert habe. Ich habe gerade hier den Video-Link. Ich muss den mal gerade hier rauskopieren.
Das geht jetzt quasi das erste Mal, das ist noch gar nicht öffentlich, aber ich dachte mir hier für die Leute, falls da jemand Bock drauf hat, wir haben einen Termin im August für das lange Hamburg-Hafen-Fotowochenende vom 4.8. bis 8.8. Also wir starten wirklich auf dem Donnerstag, ja, also muss man sich halt schon ein bisschen Urlaub für nehmen, aber ziehen das halt durch, Donnerstag bis Sonntag, natürlich mit ganz viel Chillen, Bierchen trinken, rumsitzen und so weiter und so fort. Und das poste ich jetzt mal hier rein. Geht dann halt morgen, übermorgen irgendwann über den Newsletter oder so, aber ich dachte mir, Mensch, hier, ja, kann man doch mal machen, oder? Das ist jetzt der Punkt, Faisy, wo du sagen musst, das ist eine mega Idee. Ja, ich muss das gerade verarbeiten, ich finde die Idee echt nicht schlecht, ich muss das gerade, ich sehe dich immer noch so ein bisschen im Bus, finde das aber geil, aber heißt ja schon so, ich habe es ja jetzt nicht gelesen. Ein Model haben wir übrigens auch dabei. Aber ich sag mal, ein Model muss man sich schon selber organisieren. Ja, ja, also, ja, ja. Weil, weißt du, es gibt jemanden, der sagt Jugendherberge und dann gibt es jemanden, der sagt, ich hole mir irgendwie 4 Sterne oder 5 Sterne Hotel. Ja, klar. Ja? Und es ist einfach ein Riesenaufwand, wenn wir anfangen, Gruppenbuchungen im Hotel. Der eine sagt dann, ich bleibe 2 Tage länger, der nächste will dann aber irgendwie bei Freunden übernachten und so weiter und so fort. Deshalb haben wir gesagt, Übernachtung kümmert sich jeder selber drum. Treffen uns immer irgendwo, sag ich mal, so Großraum-Landungsbrücken, weil man da gut hinkommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln und von da geht es dann halt los, entweder mit Auto, ein Stück weit auch zu Fuß oder halt aber größtenteils irgendwie auch mit Booten, Schiffen, Hafenfähren und so weiter und so fort. Auch wenn man mir das jetzt unterstellen würde, ich sage das jetzt nicht, weil wir uns kennen und befreundet sind. Also ich habe ja 3 Jahre in Hamburg gelernt und gearbeitet. Und wir sind tatsächlich mit Paddy schon irgendwie mit dem Motorrad auch durch Hamburg gefahren und haben so Spots angesteuert. Und man sieht das ja auch auf den Fotos. Also ich muss schon sagen, ich glaube, man sieht schon nochmal so 1, 2 Ecken, die man nicht unbedingt im Reiseführer findet. Also auch geile Fotospots. So, das, ja. So würde ich jetzt mal tatsächlich empfehlen. So aus eigener Erfahrung einfach. Auch wenn ich jetzt selber nichts dafür bezahlt habe. Ja. Naja, danke. So, jetzt kommt hier gleich die Frage, wer wäre es denn als Model? Wieso ist es wichtig, wer da als Model dabei ist? Immer diese Frage, wer denn als Model mitkommt. Könnte ich das sein, bitte? Das könnte, das also Model? Es könnte durchaus auch sein, dass das ein Charaktermodel ist. Wie ja, Faisy. Ne? Ja. Erhan, vielen, vielen Dank für diese kleine Spende. Auch das geht in den 4,99 für die M10 mit dem Logo drauf, jawohl. Okay. Okay, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich erreichen wollte. Ja. So, was ist hier? Luigi sagt, Paddy wollte kaufen, aber CC, ernsthaft, PayPal? Ich verstehe die Frage jetzt nicht. Ach so, die Frage ist, aber Kreditkarte, ernst? Ja, PayPal, es ist ganz einfach. Diese Reise Hamburg, das ist halt einfach bei dem Preis, sind die PayPal-Gebühren so hoch. Du kannst aber auch ganz normal Überweisung auswählen, weil das hat ja noch Zeit. Also mach dir ganz normal Überweisung, Vorkasse. Das müsste eigentlich auch gehen. Ich gucke jetzt mal rein, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Aber wir haben hier ganz bewusst einfach PayPal ausgeschlossen, weil das ist, das ist einfach viel Gebühren, ne? Das ist einfach so. Andronikus, ich glaube, das ist nochmal relevant. Wie viele Workshop-Teilnehmer fragt er gerade? Also wir, wir begrenzen das schon. Wir sind so ein bisschen am Gucken. Also es wird höchstwahrscheinlich auf 12 hinauslaufen, weil das sonst einfach mit der Kasse und den Fahrzeugen nicht funktioniert. Na, ich bin eigentlich immer bekannt dafür, ich muss mal gerade gucken, du kannst also Kreditkarte und Überweisung machen. Normalerweise sind unsere Workshops immer sehr, sehr klein, wir müssen es ein bisschen ausweiten, weil diese Barkassen, die sind halt von der Größe, da passen 50 Leute drauf. Also eine kleine Barkasse ist für 40 bis 50 Leute und da werden wir dann zu 12 drauf sein. Also das ist, insofern machen wir diesmal 12. Ich glaube aber, dass das trotzdem ganz gut funktioniert. Und das Model wird halt dabei sein. Es wird auch nicht so sein, dass wir die ganze Zeit sagen, wir machen jetzt irgendwie so einen Foto-Workshop. Sondern es wird eher so sein, dass jeder mal sagen kann, Mensch, ich habe mal Lust hier an der Location irgendwie mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit dem Model ein bisschen was zu machen, werden die anderen Bierchen trinken. Und dann kann man da immer so, kriegt jeder halt so da, wo er Bock drauf hat, kann er was machen. Also das, denke ich, funktioniert ganz gut. Ne? Also Luigi,
vielen Dank, dass du auch die 5% bezahlt hättest. Das Problem ist nur, du kannst sie nicht bezahlen, sondern ich muss sie bezahlen. Denn du kannst halt auf die Bezahlung nicht draufhauen bei PayPal, sondern es wird automatisch abgezogen. Ich hoffe, das ist alles okay. Er hat aber bestellt. Ja, also Luigi, vielen, vielen Dank. Ja, Faisy, ich fürchte, wir müssen uns wiedersehen. Ich finde das nämlich sehr angenehm, mit dir zu schnacken. Wir haben auch lange geübt, ne? Wir haben auch lange geübt, ja. Es gibt da ja so eine Vorgeschichte. Ja, guck mal, er kommt sogar mit der Speedtwin. Oh, Luigi. Wow. Speedtwin war da auch das Motorrad, was ich damals gefahren habe. Ja, das war dein erstes Triumph-Probefahrt-Motorrad, ne? Ja, also tatsächlich. Hast du noch das Foto? Faisy auf der Speedy. Ja, klar. Ja. Vom Star-Fotografen, logisch. Ja, aber da sieht man die Speedy nicht so wirklich, ne? Oh, also tatsächlich bis heute eins meiner Lieblingsfotos. So, also das ist doch hier. Das kann man jetzt nicht. Ja, ich finde es jetzt, glaube ich, so schnell nicht, sonst könnte ich es nochmal in groß zeigen. Guck mal hier, ne? Also, es ist schon. Ja. Ich mag das tatsächlich bis heute, da bin ich dir auch sehr dankbar. Ja. Ja, sehr cool. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal nach einem Folgetermin. Na? Vielleicht wieder irgendein Freitagabend oder so zum Late-Night-Talk. Wenn die Kinder im Bett sind. Schlafen die alle schon bei dir oder haben die sich jetzt verzogen? Ja, logisch. Guck mal auf die Uhr. Naja, wer weiß. Warum sagst du das? Nur weil ich Türke bin? Ja. Gut, mein Lieber, hat Spaß gemacht tatsächlich. Ich war am Anfang ein bisschen nervös, weil wir das schon lange nicht mehr gemacht haben, aber es hat sich dann doch gelegt. Also kam mir auch sehr bekannt vor, muss ich sagen. Ich muss jetzt mal zurückschleimen. Ich sag mal, endlich mal wieder jemand, der drei Sätze gerade ausreden kann und ein anständiges Mikro hat und den man ganz gut verstehen kann. Es ist natürlich jetzt nicht so ein super Mega-Mikro und es kommt ja auch alles über die Leitung. Weil irgendjemand hatte gefragt, warum der Ton bei dir schlechter ist als bei mir. Echt jetzt? Ah, okay. Ja, das liegt aber einfach daran, weil es ja, dein Ton kommt einmal zu mir und dann geht dann raus, ne? Und von bei mir geht es halt direkt raus. Also da ist natürlich immer so ein bisschen Verlust. Ne? Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich würde sagen, tschüss. Und ich beende mal den Stream. Bekanntermaßen ist das immer die Nummer, die am Ende hier am problematischsten ist. So.